Herzlich willkommen heute zum letzten Termin in diesem Jahr bei der Social Media A-Vorlesung. Ich freue mich sehr, den Gastvortragenden heute vorstellen zu können, Thomann Geiswinkler von LinkedIn Österreich. Er ist, ich denke, Employer Branding Experte, selbstverständlich LinkedIn Experte, selber sehr aktiv auf der Plattform. Ich würde auch dringend empfehlen, ihm zu folgen, sein Profil anzuschauen. Da kriegt man auch sehr viele gute Tipps für die Nutzung der Plattform mit. Und Thomann wird heute uns erzählen, wie man Storytelling nutzen kann. Und es ist ein Thema, das uns auch im Jänner noch weiter beschäftigen wird in der Vorlesung. Beim Storytelling hat man natürlich zuerst vielleicht Instagram, YouTube-Channels. Es ist auch kein Zufall, dass das Format auf Instagram Stories heißt im Kopf. LinkedIn auf der anderen Seite ist ein Business-Netzwerk. Wir haben uns in der letzten Woche darüber unterhalten. Ich habe Ihnen die Grundkonzepte von Personal Branding nahegebracht und auch versucht, Ihnen zu vermitteln, dass das sehr, sehr sinnvoll sein kann für Sie, für Ihre weitere Karriereplanung. Aber was hat B2B-Marketing eigentlich mit Storytelling zu tun? Die Art und Weise, wie wir Informationen aufnehmen, funktioniert in vielen Fällen nicht ganz so, wie wir uns das einbilden. Wir neigen dazu, uns selbst viel, viel mehr Faktenfokus zuzugestehen, als wir im Normalfall haben. Emotionen führen auf einer ganz grundlegenden kognitiven Ebene erst einmal dazu, dass wir uns viel, viel leichter an etwas erinnern. Das ist wirklich auf einer sehr, sehr tiefen kognitionspsychologischen Ebene, eigentlich kognitionsphysiologischen Ebene bei uns angelegt. Durch die Art und Weise unserer Gehirnfunktion ist es, wenn man so will, geradezu notwendig, Emotionen auszulösen, damit Informationen von unserem Kurzzeit- in unser Langzeitgedächtnis übernommen werden. Wir haben mittlerweile einige tausend Jahre Kulturgeschichte hinter uns, einige hundert Jahre Massenmediengeschichte und einige Jahrzehnte digitale Medien. Die grundlegende Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, die hat sich nicht drastisch verändert seit den ersten großen Mythen. Wenn Sie sich aber die Odyssee beispielsweise von Homer ansehen, die ist etwas länger als das durchschnittliche LinkedIn-Status-Update. Das ist zwar vor kurzem von 1300 auf 3000 Zeichen verlängert worden, es gibt natürlich auch Artikel und so weiter, aber eine gute Geschichte hat nicht grundsätzlich etwas mit der Länge zu tun. Aber darüber wird Ihnen Thomann gleich mehr erzählen. Nur vorweg, selbstverständlich sind Sie herzlich eingeladen, den Chat zu nutzen, Fragen zu stellen. Werden wir im Anschluss an den Vortrag dann durchgehen. Danke fürs Dabeisein und lieber Thomann, ich übergebe dir damit das Wort. Vielen lieben Dank für die Einladung wieder. Ganz kurz zur Technik, wie immer, ich schaue, dass ich meinen Bildschirm da geteilt bekomme und würde dich bitten, wenn du mir auch kurz bestätigst, dass das funktioniert hat und ich nicht das rede. Hat funktioniert, wunderbar. Starten wir direkt. Worum geht's? Business Storytelling habe ich den Titel genannt und das Potenzial von Geschichten. Und man kann es ein bisschen österreichisch formulieren, das Ganze. Es geht eben heute nicht ums Geschichteldrucken, sondern ums Geschichten erzählen. Also das professionelle Erzählen von spannenden Formaten, von Geschichten, aber eben im Business-Kontext. Und ich möchte einfach gleich starten und zwar mit folgender Frage. Ist rhetorisch, Sie müssen nicht antworten, ich kenne nämlich die Antwort schon. Wann war Ihnen zuletzt Fahrt? Es ist leider gar nicht lang her und das hat einen Grund. Es ist hoffentlich im privaten Umfeld schon länger her, es ist aber im studentischen, im Bildungsbereich oder im beruflichen Bereich definitiv nicht lang her. Und der Hintergrund, warum wir uns ganz oft langweilen oder uns erschlagen fühlen, der schaut, und das kennen wir alle ziemlich genau so aus. Ich nutze gerade PowerPoint und das ist hier das Folterinstrument von PowerPoint schlechthin, es sind die Bullet Points. Und das ist das, was Ihnen permanent um die Ohren kaut wird, wenn irgendjemand sich denkt, das möchte ich noch sagen und das muss noch drauf und das ist noch ganz wichtig. Und das Allerschlimmste, was dann passiert, ist ja nicht nur die Bullet Points, sondern dass das, was Sie quasi auf den Folien haben, Ihnen noch vorgelesen wird. Also man quasi entmündigt Sie, dass Sie sich das selber durchlesen, indem man es Ihnen nochmal vorkaut und man erschlagt Sie mit so viel, was Sie sowieso nicht erfassen können. Standardvortrag, so schaut es aus. Das führt dazu, dass wir von lauter Fakten und Multitasking gar nicht mehr genau wissen, auf was wir uns konzentrieren sollen, was sollen wir uns notieren, was ist denn wirklich relevant, ist es die Zahl, ist es die Kernaussage oder das Konzept dahinter und nach so einer gewissen Zeit merkt man, wie wir eher berieselt werden als informiert und eigentlich so ein bisschen den Überblick verlieren. Ich möchte es anders machen. Ich möchte so beginnen, wie wir das eigentlich von Kindesbeinen an gelernt haben und warum haben wir das gelernt? Weil es ein wunderbares Format ist, was uns emotional berührt, was uns interessiert und wo wir dabei bleiben. Und zwar eine Geschichte. Und eine gute Geschichte beginnt
nicht mit Bullet Points, sondern vor langer, langer Zeit. Jetzt ist es ein bisschen strittig, was lange, lange Zeit ist. Ich bin Jahrgang 1983. Das ist jetzt in der Runde für mich natürlich ein strategischer Vorteil, weil jetzt kann ich mir schon anmaßen, von früher und wie es damals war, zu erzählen. Und genauso möchte ich starten mit der Frage, was ist das? Es ist etwas, je nachdem, welcher Jahrgang Sie sind, was Sie vielleicht irgendwo bei der Familie im Keller oder im Dachboden noch gesehen haben, das ganze Ding nennt sich DIA-Projektor. Also ein DIA war quasi ein physisch ausgedrucktes Bild, laienhaft beschrieben, was ich dann in diesen Projektor gesteckt habe, damit ich es an die Wand wirf. Und damit hat früher in den 80er, 90er dann der Nachbar die halbe Nachbarschaft gequält, indem er 14 Mal das gleiche Bild von sich am Strand gezeigt hat. Der Vorteil an dieser Zeit war aber, es war extrem limitiert. Und zwar technisch limitiert in dem Sinn, dass das ist eine Filmrolle. Wenn Sie die Angebervariante davon genutzt haben, haben Sie 36 Fotos machen können. Muss man sich mal vorstellen, die konnte man nicht löschen. Also ich habe ein Foto gemacht, wenn der Finger drauf war, dann war der Finger drauf. Wenn es verwackelt war oder der Bus gerade durchs Bild gefahren ist, dann war das so. 36 Entscheidungen und dann strategischer Filmrollenwechsel, das war aber teuer, oder eben ein bisschen warten. Es ist aus heutiger Sicht natürlich, ja, die früher, und das war halt so gar nicht mehr vorstellbar, aber das war die Realität. Und die Realität hat, wenn man jetzt gar nicht so lang zurückgeht, 16 Jahre, für mich persönlich bedeutet es, ich stehe da gerade im Studium, auch so ausgeschaut. Sie sehen hier, es ist ein Bild aufgenommen aus Rom Richtung Vatikan. Was ist passiert? Der Papst ist verstorben. Das ist natürlich ein hochreligiöses, gesellschaftlich relevantes Ereignis. Die Menschen strömen dorthin aus religiösen Gründen, aus einfach Interesse, um dem beizuwohnen. Aber schauen Sie sich mal das Bild an. Was ist denn dort auffällig? Naja, eins, was aus heutiger Sicht fast schon absurd ist, ist, kein Mensch hat ein Handy in der Hand. Also die Menschen sind dort, schauen und wollen in dieser Situation sein. Sie wollen aber nichts fotografieren. Unten rechts eine Person, wahrscheinlich ein Nokia, wahrscheinlich eine SMS. Also aus heutiger Sicht sagt man doch, mein Gott, wenn es schwarz-weiß wäre, glaubt man, das war ein Mitleiter. Also kann man sich nicht mehr vorstellen, okay, verstanden, die Technik hat sich verändert, wissen wir eh alle, 2013, kein Todesfall, Gott sei Dank, nichts passiert, nur ein Rücktritt, zweimal in der Geschichte, der Papst mag nicht mehr, geht zurück, ein neuer Papst kommt, wiederum Menschenmassen, ein hochreligiöses Ereignis, was dort passiert. Witzigerweise sind dort garantiert Menschen, die vor 8 Jahren auch schon dabei waren, nur plötzlich verhalten sich die komplett anders. Was machen die? Das, was wir alle machen, sie machen ein Foto. Mit was machen sie es? Wahrscheinlich mit dem Handy, da fahren sie ein Tablet. Warum? Das ist die spannende Frage. Eigentlich kann man sagen, ich hätte dort hingehen können, mir das anschauen können, am nächsten Tag meinen Internetbrowser der Wahl öffnen und das Bild runterladen, weil es millionenfach vorhanden ist, wahrscheinlich in bessere Auflösung von einem Journalisten gut in Szene gesetzt. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich irgendwem zeige oder für mich selbst dokumentiere, ich war dort, das ist mein Winkel, so bin ich gestanden, die Säule war im Weg, der vor mir war größer. Sie wissen, was ich meine. Also dieses Gefühl, selber zu dokumentieren. Okay, haben wir verstanden, die Welt hat sich verändert. Okay, so neu ist das Ganze nicht, was der da erzählt. Aber ist es wirklich so? War das das Ende? Nicht ganz. Irgendwann in dieser Zeit der Flut an Fotos, wo das so rapide zugenommen hat, hat sich das Fotografieren verändert. Und zwar ist das in den Vordergrund gerückt, was uns alle am allermeisten interessiert. Wir selbst. Und ich finde das Foto so herrlich, weil man, da ist der Papst im Hintergrund und die Person ist auch ein Würdenträger, wahrscheinlich ein Kardinal, macht nicht ein Foto vom Papst, sondern sagt, schau, ich, und übrigens da hinten ist der Papst. Und das ist genau dieses Verhalten, was wir alle machen. So, ich, da hinten sind die Maya-Pyramiden, ich, da hinten ist, weiß nicht, Geburtstagsfeier. Wir setzen uns mitten ins Bild. Wir demokratisieren sozusagen den Prozess oder anders ausgedrückt, wir setzen unser Ego dorthin, wo es eh schon immer war, in die Mitte der Geschichte. Kann man jetzt ausdrucken als Selfie mit der Hand oder die Selfie-Stange. Ich selber komme aus Eudersee, das ist im Salzkammergurt, steirische Seiten, und wenn man einmal über den Koppen oder über den Pötschenpass drüber fährt, dann kommt man dort in die Richtung Hallstatt. Und Hallstatt ist beliebt und bekannt bei asiatischen Touristen und deswegen kenne ich schon relativ lange den Selfie-Stick. Das war nämlich früher so, also es war gar nicht so lange her, dass dort meist asiatische Touristen oftmals mit dem Tablet eingespannt so durch Hallstatt gewandert sind, um sich zu fotografieren. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe immer gelacht drüber. Ich dachte, mein Gott, so ein Wahnsinn und mache ich nie quasi. Heute Wickeltasche, wir haben zwei Kinder, dort ist ein Selfie-Stick drin, aus dem simplen Grund, es ist unglaublich angenehm mit dem Ding, dass wir uns alle vier draufhalten. Also dieser Trend ist nichts, was jetzt ein paar machen, sondern es hat uns alle erfasst. Selfie drückt einfach das aus, was passiert ist. Wir wollen Mittelpunkt der Geschichte sein und nicht nur irgendwie mit dabei.
Was passiert dadurch? Was dadurch passiert, ist, dass wir vom Konsumenten von Information, Ereignis, da ist ein Bild in der Zeitung, zum Produzenten geworden sind. Das ist uns oft gar nicht so bewusst, aber mit unserem Social Media Auftritt, außer wir sind komplett passiv und haben noch nie etwas gepostet und reingestellt, produzieren wir in der Regel einen Wahnsinn an Daten, an Fotos, an Informationen, der in die Welt rausgeht. Und es hat einen Effekt. Und der Effekt schaut so aus. Ich brauche jetzt für die Folie so ungefähr 60 Sekunden, mehr oder weniger. Nehmen Sie sich einfach ein paar Zahlen raus. Das ist, was in 60 Sekunden im Internet passiert. Also in diese 60 Sekunden wird dermaßen viel Information produziert, in die Welt gesendet, dass wenn wir alle unsere Leben zusammenzählen, wir nie auch nur annähernd in die Nähe kommen, das zu konsumieren. Also das Internet ist überladen an Informationen. Das klingt jetzt sehr negativ. Andererseits heißt es, ich habe eine gigantische Auswahl an spannenden Themen. Ich habe nur die Herausforderung, dass ich es selektieren muss, weil es ist einfach zu viel. Also wir senden und senden und produzieren, wir selber, Unternehmen, Organisationen machen das. Würde das Ganze aber nicht irgendwie gefiltert, würde das Ganze einfach auf uns eindreschen, dann ist dieses Bild die Situation. Und selbst in der gefilterten Variante kennen wir die Situation, weil es uns alles so geht. Im Studium, im Beruf, ich habe meistens zu viele Informationen, die auf mich einpassen. Also ich habe ein Teams oder anderes Tool, was irgendwie aufploppt. Ich habe meine Familien-WhatsApp und das private WhatsApp. Ich bin irgendwo von Messenger noch drauf. Ich habe mehrere Social-Media-Kanäle und ich habe eine E-Mail und ich habe einen Beruf und dann ruft mich noch wer an und irgendwie überall blinkt es und ist schwierig. Was wir ja vermeiden wollen und was wir eigentlich vermeiden müssen, ist, dass wir in diesem rechten Bild landen, der Überforderung. Dass wir sagen, ich gebe auf, ich lese gar nichts mehr, das ist zu viel. Und der Internetnutzer macht es permanent und zwar ganz selbstständig, ohne groß zu nachzudenken. Es gibt so eine nicht ganz ernst gemeinte Erklärung, und zwar, dass der Internetnutzer sich verhält wie ein Goldfisch. Warum wie ein Goldfisch? Ein Goldfisch wird nicht langweilig, auch in einem relativ kleinen Glas. Und das ist einfach deswegen, weil ein Goldfisch ein sehr kurzes Gedächtnis hat. Das heißt, vergisst nach ein paar Sekunden, wo er gestartet hat, dadurch wird es nicht fad. Selbst erklären, ich beginne den Weg, am Weg ins andere Eck vergieße ich, wo ich war, drehe mich um und es ist wieder spannend. Das heißt, eigentlich eine faire Umgebung für den Goldfisch. Der Internetnutzer weiß ein bisschen mehr, wo er herkommt, aber er hat eine ähnliche Aufmerksamkeitsspanne. Ich beginne etwas zu googeln, mag eigentlich irgendwas suchen, schaue kurz auf LinkedIn oder Facebook oder Insta und eine halbe Stunde drauf und wenn es TikTok ist, zwei Stunden drauf, merke ich, was wollte er eigentlich. Das ist eine Gefahr. Und die Gefahr oder die Chance, je nachdem, wie man sieht, ist das Thema Zeit. Also wir haben jetzt gelernt, dramatische Veränderung technisch produziert enorme Mengen an Informationen und wir als Sender und Empfänger haben das Thema, dass ja die Zeit, der Tag ist ja gleich lang geblieben. Wie wehrt sich der Mensch oder wie moderiert der Mensch seinen Alltag, wie geht er damit um? Indem er sehr schnell selektiert, indem der Mensch sehr schnell sagt, Information relevant oder nicht interessant. Warum erzähle ich Ihnen das? Da kann man ja fairerweise die Frage stellen, es geht um LinkedIn, das war die große Ankündigung und jetzt erzählt er seit 5 Minuten irgendwas von Goldfischern vom Vatikan. Diese Grundannahme oder darauf müssen wir uns einigen, dass das Thema zu viel Information auf wenig Zeit die große Herausforderung ist, wenn ich auf Social Media entweder unterwegs bin, aber vor allem, wenn ich senden möchte. Weil wenn ich sende, da bin ich ja im ersten Schritt Teil des Problems, Teil der Masse an Informationen. Und ich muss ja einen Grund liefern, warum die Leute bei mir sagen, das schaue ich mir an, weil das ist relevant. Und bei den anderen sagen, das übergehe ich, das selektiere ich weg, weil es zu viel ist. Also darauf müssen wir uns einigen, sonst wird es nichts. Wie beginnt der klassische Vortrag? Normaler Vortrag, egal wo, Uni, Berufsleben, meistens so. Sie werden mit dem informiert, sie werden mit dem in Berührung kommen, was sie am allerwenigsten interessiert. Also diese Sekunden, diese wichtigsten Sekunden, diese erste Aufmerksamkeit stiehlt ihnen die Person, der Vortragende, mit dem, was sie am allerwenigsten interessiert. Mit mir. Und das ist ein klassisches Dilemma. Ich bin natürlich genauso mit meinem Ego beschäftigt wie die anderen. Und natürlich finde ich mich super, natürlich würde ich gerne Ihnen erzählen, was Ihnen jetzt für Glück kommt, dass Sie mir zuhören dürfen. Ich habe nur ein Problem damit. Wenn ich so anfange, dann verliere ich sie gleich am Anfang. Also ich habe also diese erste Einschätzung von Ihnen, wo Sie sich denken, na, was wird das? Ist das interessant? Ist das fad? Ist das gut? Wenn ich das jetzt aber dazu nutze, dass ich sage, hallo, bin der Thomas Geis, ich habe irgendwo studiert, dann denken Sie so, pff, okay, nicht wirklich interessant. Jetzt gibt es die Puristen, die sagen, naja, okay, von mir aus, man muss natürlich das anpassen und spannender sein, aber vorstellen muss man sich, wir sind in Österreich, das gehört dazu, es ist ja unfreundlich. Machen wir es kurz. Also hallo. Mein Name ist Magister FH Thomas Geisinkler, ich bin Enterprise Account Executive bei LinkedIn Talent Solutions.
Was genau haben Sie jetzt gelernt? Oder anders gefragt, bin ich jetzt interessanter? Sind Sie jetzt mehr bereit, mir zuzuhören? Nein, sind Sie nicht. Magister-FH heißt, ich habe studiert, wunderbar, schon ein bisschen leer an der Fachhochschule. Enterprise Account Executive, wenn Sie es googeln, finden Sie außer, dass ich im Vertrieb arbeite. Also schmücke ich mit dem Titel jetzt intern bei uns, den keiner versteht und verwirre Sie. Wir sind beim Thema Zeit. Also ich rede schon ewig lang zu mir, Sie wissen überhaupt nicht, warum Sie mir eigentlich zuhören sollen. LinkedIn Talent Solutions, natürlich hat LinkedIn eine Geschäftseinheit, in der ich arbeite, aber auch das ist Ihnen in dem Zweifel, in dem Moment eigentlich egal, Sie wollen einen Inhalt. Der Name. Es gibt zwei Gründe, warum Sie sich meinen Namen merken. Weil ich dermaßen fad bin, dass Sie sich nachher darüber aufregen oder weil ich es gut mache. Wenn ich irgendwo in der grauen Masse dazwischen eine Präsentation überspüle, dann sagen Sie nachher so, da war irgendein Typ für LinkedIn, ja, war ganz okay. Die Agenda. Jetzt habe ich Sie schon quasi komplett eingelullt. Sie sind halt nur da, weil es eine Pflichtveranstaltung ist. Und jetzt ziehe ich Ihnen komplett den Stecker. Jetzt sage ich Ihnen nämlich, wann kommt was und Sie können sich schon aussuchen, wo es mir nicht mehr zuhört. Also wissen Sie schon bei Punkt 3, dann haben Sie sich gar nicht gemerkt. Und irgendwo dazwischen, schauen Sie mal, ob das für Sie interessant ist. Der klassische Vortrag, den wir alle erleben, funktioniert deswegen so schlecht und nervt uns deswegen so, weil er genau dieses Grundkonzept von wir wollen nicht wahnsinnig viel Information, mit dem wir nichts anfangen können, missachtet. Das Problem vom Sender, und das erlebe ich ja jetzt ganz plastisch, ich sitze in einem Kinderzimmer, sind an die rosa Vorhänge, und ich spreche in einer Laptop-Kamera. Ich habe überhaupt kein Feedback. Ich sehe nicht, wie sie reinschauen, ob ich sie verliere, ob sie das interessant finden, ob das furchtbar ist, nichts. Mein Risiko sind aber die beiden Gesichter. Jetzt ist das eine Präsenzveranstaltung, das heißt, meine Wahrscheinlichkeit, dass sie bis zum Schluss bleiben, ist recht hoch. Stellen Sie sich mal vor, das wäre freiwillig, komplett, meine. Also das ist, ich sende einfach und hoffe, dass die Leute das spannend finden. Sie könnten gehen. Und übertragen auf Social Media. Sie können jede Millisekunde entscheiden, bleiben Sie bei diesem Inhalt stehen oder sagen Sie, interessiert mich nicht. Warum ein Holzfinger? Nehmen Sie ein Gerichtssaal. Was passiert im Gerichtssaal? Am Schluss, es wird hoffentlich Recht gesprochen. Und dieses Recht wird symbolisch besiegelt mit einem Holzhammer des Kennens. Der schlagt auf und dann ist quasi Recht gesprochen. Die Verhandlung ist zu Ende. Und wir alle sprechen permanent Recht. Das klingt jetzt ein bisschen wichtiger, wie es ist, aber wir urteilen ständig. Und zwar, wenn wir online sind, wenn wir E-Mails lesen, wenn wir Social Media nutzen, dann urteilen wir Inhalt. Wir schauen in Millisekunden, ob uns was interessiert oder nicht. Wenn wir die Maus nutzen, klicken oder scrollen wir weiter. Und wenn wir das Handy nutzen, dann nehmen wir links oder rechts den Zeigefinger meistens, um weiterzukommen. Das heißt, wir machen permanent eines, um diese Informationsflut für uns einzudämmen und zu selektieren, was ist relevant. Wir sagen, da bleibe ich stehen und da nicht. Interessanterweise passiert ganz viel davon intuitiv. Also gar nicht so, ich habe mir das jetzt im Detail angeschaut und jetzt die Entscheidung getroffen, das ist interessant, sondern es ist sekundenschnell, es geht immer aus dem Rückenmark heraus, weil wir super gut sind, als Menschen zu selektieren, was ist denn interessant. Jetzt haben wir aber ein Riesenthema, was Kommunikation betrifft. Denn Kommunikation, österreichische Kommunikation, ist noch nicht in der Regel, im Durchschnitt, ganz in diesem Konzept und in dieser sich dramatisch veränderten Welt angekommen. Wir haben so ein bisschen den Hang zur guten alten Zeit. Also wir mögen es halt gerne ein bisschen gemütlicher, wir sagen gern traditionell manchmal, und dann sagen wir, okay, das war doch so und das machen wir jetzt an. Und die gute alte Zeit, ganz ehrlich, 80er Jahre Kind, ich habe schon erwähnt, die hat schon Charme gehabt, die Vorhänge weniger, aber es war überschaubarer. Was meine ich damit? Es war einfach weniger Information. Die war auch schon furchtbar aufbereitet, die war auch schon fad vorgetragen oftmals, aber immerhin war es nicht so viel. Das heißt, wir haben uns durchgequält, haben wir uns akzeptiert, so quasi Relation zwischen Info und Zeit war noch irgendwo im Maß. Nehmen Sie das andere Bild. Das ist unsere heutige Realität. Komplette Überflutung an Informationen. Ich meine das gar nicht so negativ, weil es ist eine Riesenchance und wir können ja damit umgehen. Aber als Sender muss ich mir dessen bewusst sein, wenn ich weiterhin glaube, es ist wurscht, wie ich das mache, wird schon gelesen werden, wird es nicht funktionieren. Weiteres sehr österreichisches Argument, das haben wir immer schon so gemacht, das stimmt. Sehr lange wurde das so gemacht. Es ist aber ein Unterschied, ob es erfolgreich war oder ob ich mich einfach daran gewöhnt habe, etwas zu tun. Technisch betrachtet gehen Dinge ganz lang gut und irgendwann verpasst man so ein bisschen den Absprung und wirkt dann altbacken aus der Zeit gefallen. Und wir reden ja von Kommunikation. Dort ist die Bewertung einfach, ich werde ignoriert. Es gibt Dinge, die haben sich etabliert. Und das ist ein Argument, wenn man in Kommunikationsberatung ist, wenn man mit Social Media Menschen spricht, wenn man mit Marketingleuten, mit HR, mit Comms, mit PR, dann ist das oft ein Thema, man sagt, ja, aber das machen wir so, das haben wir so intern etabliert. Aber das, auf was man sich fokussiert, ist ein bisschen der falsche Punkt. Was sich nämlich etabliert hat, also woran sich der Mensch gewöhnt hat und was er gern hat, ist
nämlich was anderes. Und ich möchte es ganz plastisch erklären, ein Stück Brot. Gehen Sie mit mir folgenden kurzen Weg. Stellen Sie sich vor, Lieblingsbäckerei, die Tür geht auf, Sie gehen rein, Verkäuferin, Verkäufer Ihrer Wahl, Servus, guten Morgen. Sie wollen eigentlich schon bestellen und fallen links um im Regal was Neues auf, ein neues Brot. Und jetzt fragen Sie, sagen Sie, ach, boah, super schaut das aus, was ist denn das für uns? Und die Antwort ist folgende, das sind 750 Gramm Roggenmehl, das ist Hefe, das ist ein bisschen Wasser und es sind Brotgewürze. Was Sie jetzt bekommen haben, ist eine technische Anleitung. Was das bei Ihnen auslöst, ist im Zweifel Verwirrung, aber definitiv keine Emotion. Kein Positives. Sie denken sich, was mache ich mit dem? Jetzt überlegen Sie mal, wie wir ganz oft Produkte erklären, Konzepte vermitteln, kommunizieren. Genauso. Wir nehmen irgendwelche Fakten, hauen es in ein Listenformat und werfen es vor wem und hoffen, dass die Person selber quasi im Kopf den Wandel macht, damit es interessant ist. Gleiche Situation. Tür geht auf. Servus, Christi. Was ist denn das für eins? Andere Antwort. Es ist eine Tiroler Bauernkrusten. Schmeckt herrlich, egal. Also es ist recht krustig, schmeckt wunderbar mit Butter und Marmelade oder auch mit Herzhaft. Die Person braucht gar nicht mehr sagen. Man hat schon einen Geschmack im Mund, man hat eine Emotion, es ist ein Erlebnis geweckt und man hat ein Bild im Kopf. Ganz andere Strategie bei gleicher Beschreibung. Wenn ich mit HR mich unterhalte, dann vergleiche ich ganz gern die Kommunikation so ein bisschen als die Suche nach Aliens, die Suche nach intelligentem Leben. Die große Herausforderung von jemandem, der im Weltall forscht, ist ja die, dass wir ein unglaubliche Größe haben und wir senden in irgendeine Richtung und wir wissen gar nicht, ob dort intelligentes Leben draußen ist. Also wir wissen gar nicht, ob meine Information wohin kommt. Und jetzt haben wir als Menschen diesen wahnsinnig großen Vorteil in unserer Kommunikation. Wir wissen dort, wo wir hinsenden, auf der Erde, dort ist intelligentes Leben. Wir wissen sogar, wo ist das intelligente Leben, nämlich auf dieser oder jener Social-Media-Plattform. Das Problem ist aber, wir interessieren uns überhaupt nicht für, was wollen die hören und was verstehen die, sondern wir denken darüber nach, was möchte ich senden. Also hauptsächlich schieße meine Information raus, hat sich so bewährt, haben wir immer schon so gemacht, haben wir halt die fertige Präsentation. Also was wollen wir? Was möchte der Mensch und was bekommt er in Kommunikation? Was wir wollen, an einem Beispiel eines Bildes erklärt. Ich bin wo eingezogen, ich möchte ein Bild aufhängen, das möchte ich. Der Rest sind Schritte dorthin. Jetzt akzeptiere ich, dass die Wand relativ massiv gebaut ist und deswegen ein Loch in der Wand brauche. Okay. Und dieses Loch in der Wand wahrscheinlich nicht mit meinem Fingernagel reinbekomme und somit ein Gerät brauche. Auch okay. Wenn ich jetzt nicht der passionierte Handwerker bin, bringt mich das zu dem Entscheidungspunkt, ich brauche eine Bohrmaschine. Das bringt mich zu dem Punkt, wo ich mich darüber informieren werde, welche Bohrmaschine kann mir dieses Problem lösen. Jetzt überlegen wir wieder, wie wird eine Bohrmaschine meist kommunikativ verkauft? Es wird mit mir gesprochen, ein Akademiker, der nur vom Laptop sitzt, wie wenn ich Profi-Handwerker wäre. Wie wenn mir Drehmoment und 100 Funktionen irgendwas sagen würden. Mein Problem ist, tue immer weh damit und ist es leicht bedienbar. Wenn mir diese Antwort gegeben wird, kaufe ich dieses Ding. Also wir haben immer das Problem, der Sender hat sich natürlich was überlegt, ist ganz stolz auf seine Geschichte, seine Fakten, sein Produkt und kommuniziert es ungeschickt. Und die, die erreichen möchte, die hätten eigentlich gerne eine einfache Lösung. Ich kriege mein Loch in die Wand, hängt da mein Bild da, ja, wunderbar, ich kaufe es. Das Ganze beobachten wir überall. Nehmen wir das Beispiel Recruiting. Beginnen wir diesmal auf der rechten Seite. Was bekommt man in der Regel? Was Sie dort sehen, ist eine durchschnittliche, die schaut bei uns nicht anders aus als woanders, Jobbeschreibung. Wir sind, wir suchen, wir bitten. Oder ein bisschen anders. Und was wir uns angeschaut haben, ist, rot ist markiert, wo schauen die Leute wirklich hin. Man kann das so mit diesem Eyeball-Tracking, also die Leute werden gemessen, wo verbringen sie Zeit. Und wenig überraschend bleiben die Leute dort hängen, wo sie schnell versuchen herauszufinden, was ist dafür mit drin. Was ist der Titel? Daraus leite ich mir ungefähr ab, was wird da gemacht, was ist an Bezahlungs-, an Karrieremöglichkeiten drin, worum geht's. Was übrigens am allerwenigsten Interesse hat, was aber immer der erste Teil ist, ist das, wo das Unternehmen über sich erzählt. Wir sind familiengeführt, wir sind international, wir sind das und das. Und da merkt man schon, es gibt diesen Riesenbruch in der Kommunikation. Also wir bilden uns ein, das ist ganz wichtig, das muss oben hin. Das Feedback, das wir eigentlich wissen, ist, das interessiert mich überhaupt nicht, wo steht das drin, was für Medien. Was machen wir? Wir verändern es nicht. Warum? Weil wir es so gewohnt sind. Weil wir uns schwer tun, das zu akzeptieren, dass wir als Sender halt ans Publikum denken müssen. Was würde einen berühren? Beispiel der Wiener Linien, ist schon 2 Jahre her, glaube ich, hat die Wiener Linien einfach erzählt, warum Straßenbahnfahrerin, in dem Fall weiblich, wirklich spannend ist. Und zwar nicht mit Bullet Points, sondern indem eine Dame, die das lebt, macht, täglich tut, mit Herzblut dabei ist, erzählt. Eine menschliche Geschichte, ganz anderer Transportweg als diese Jobbeschreibung. Jetzt kann man so, boah, das ist ja innovativ, Wahnsinn, Thomas, so kreative Ideen, toll, stellst du auf die Bühne, gratuliert sein. Das Konzept ist uralt, das hat nicht ich erfunden, es hat wahrscheinlich auch nicht Julius Caesar erfunden, aber selbst damals ist was passiert. Julius Caesar hat seine Soldaten genommen,
hat die ausgeschickt und hat gesagt, sprecht mir jene Leute an, waren nur Männer, die in mein Neudeutsch-Team, in mein Heer passen, ich brauche neue Soldaten. Also nicht mit Fakten argumentiert, sondern mit Storytelling. Menschen sind aus, haben die richtigen gesucht und haben denen erzählt, warum sie unter Julius Caesar Soldat werden sollen. Also ein uraltes Konzept, haben wir lange beherrscht, dann wurde PowerPoint erfunden, dann haben wir es irgendwie vergessen und dann haben wir jetzt ein paar Jahrzehnte gequält und jetzt entdecken wir es wieder. Also die Quintessenz, die ich vermitteln möchte, ist, natürlich wird Information, auch fachliche Information, immer relevant sein. Die Frage ist nur, wie wird sie transportiert? Wird sie von Mensch zu Mensch transportiert, über Mitarbeiter, über Menschen, oder wird sie über einen sehr formalen Weg, über PDFs und Bullet Points präsentiert? Das Gleiche ist richtig in der Markenkommunikation, wenn Unternehmen nach außen wirken wollen. Es ist kein Entweder-Oder, es ist kein Ausschlusskriterium, es sollte ein Beides sein. Es gibt Themen, die passen zur Brand. Und ich kann als Marke ganz schwierig immer versuchen, vielleicht so lustig zu sein oder so passend zu sein. Ich habe aber Mitarbeiterinnen, die genau dieses transportieren können. Also diese Mischung, also was läuft über Personal Branding, was mache ich über die Marke, ist wichtig. Und eine Frage, oder die so im Raum steht, ist auch, welchen Eindruck haben Sie von LinkedIn nach dem Vortrag? Ja, hoffentlich einen anderen, weil ich was erzählt habe, als wenn Ihnen der Rich jetzt der PDF geschickt hätte mit den 15 Fakten rund um LinkedIn. Binsenweisheit, aber oftmals nicht beachtet. Technologie hat sich wahnsinnig verändert. Kommunikation ist eigentlich relativ stabil geblieben, weil wir Mensch zu Mensch bevorzugen als irgendwelche Pamphlete an Informationen. Aber in Summe führt das zu einer wichtigen Baustelle und Veränderung in unserem professionellen Kommunikationsweg. Wir müssen akzeptieren, dass wir so nicht weiterkommen, weil, wie wir gesehen haben, wir stehen in der Konkurrenz mit Abermilliarden Informationspunkten, die Zeit ist aber gleich geblieben. Soweit komme ich immer. Also ich habe noch keinen Vortrag, live, kleinere Runde, Kundengespräche mit Kollegen, ganz egal, erlebt, wo wer gesagt hat, nein, das stimmt nicht. Also bis zu diesem Punkt habe ich es noch immer geschafft, dass man sagt, ja, das stimmt. Wo es dann schwieriger wird, ist aufzubrechen, warum wir jetzt das verändern müssen, warum man wirklich intern beginnt, Veränderungen herbeizuführen. Was hat LinkedIn eigentlich vor? LinkedIn ist ein amerikanisches Unternehmen und amerikanische Visionen muss man oft so ein bisschen auf den deutschsprachigen Raum runterbrechen, damit es nicht so utopisch wirkt. Aber ich mag die Vision. Die Vision von LinkedIn ist, dass wir wirklich jedem Mitglied der Global Workforce, also alle Menschen, die arbeiten, diese Möglichkeit geben, sich zu entfalten. Und das heißt, unser Ziel sind über 3 Milliarden Menschen zu erreichen. Das ist die Vision. Das ist immer ein groß gestecktes Ziel. Jetzt kann man das aber ein bisschen runterbrechen. Ja, wie empfinden uns denn die Leute, die uns schon nutzen und kennen? Und das kann man in einem Satz sagen. Es ist Social Media für einen Beruf. Und das deckt sich mit Umfragen. Wenn wir sagen, verschiedene Themen, ich habe es mal rot markiert, wir haben immer gefragt, welche verschiedenen beruflichen Dinge verbinden Sie mit Twitter, mit Facebook, mit LinkedIn. Und wenig überraschend ist der Balken bei uns immer sehr, sehr hoch. Also wir sind gesetzt als die Plattform für berufliche, fachliche Themen. Und das ist die große Chance, weil dadurch haben Leute, die bei uns sind, gerade kein privates Vergnügen, was sie suchen, sondern sie wollen sich beruflich informieren. Aber es ist ein Missverständnis manchmal von jenen, die senden, weil sie denken, ja super, jetzt bin ich im beruflichen Umfeld, jetzt kann ja das alte, wie wir es immer schon gemacht haben, raussenden, wird schon irgendwie funktionieren. Es ist Social Media und wir werden sehen, wir reagieren wie Social Media, auch wenn es im beruflichen Umfeld ist. Jetzt haben wir 800 Millionen Mitglieder weltweit. Das heißt, wenn mich jetzt jemand fragt, ja, was macht jemand auf LinkedIn, sagen, keine Ahnung, es sind 800 Millionen Menschen. Das heißt, so divers wie die Menschheit ist, so divers wie Länder und Kulturen sind, so divers sind die Gründe, warum jemand sich ein LinkedIn-Profil angelegt hat, warum er es nutzt und was die Person gerade macht. Es gibt aber dieses Zusammenspiel an Millionen an Mitgliedern, Unternehmen, Bewerbungen, Kenntnisse und Fähigkeiten, Hochschulen und, die ja dazu führen, dass letzten Endes Folgendes passiert. Wir starten alle, oder wenn wir es nutzen, mit unserem Profil. Das heißt, unser Profil ist die Basis von LinkedIn und um dieses Profil herum schwirren Datensätze. Also eine Werbung, die mich erreichen könnte, ein Kontakt, der mir vorgeschlagen werden könnte, ein Unternehmen, ein Hashtag, Sie wissen, was ich mache. Jetzt haben wir ja am Anfang uns hoffentlich darauf geeinigt, dass ja diese Informationsflut eher schwierig ist, weil wenn das nicht moderiert ist, dann habe ich einfach ein weiteres Tool, wo ich sage, boah, das blinkt und pieps und so viel und ich weiß gar nicht genau, was mache ich damit und was bringt es. Wenig überraschend gibt es eine technische Antwort, sonst würden diese Plattformen wie LinkedIn nicht funktionieren. Technisch gibt es verschiedene Ausdrücke, Big Data, Analytics, Matching. Was ist mit Matching gemeint?
Matching ist der technische Versuch, über verschiedene Algorithmen festzulegen, was in dem Moment für diese Person das richtige Thema ist, was im Newsfeed erscheint, welche Personen mir vorgeschlagen werden, welche Hashtags ich sehe, warum ich diesen oder jenen Beitrag sehe. Also es ist wichtig zu verstehen, dass es natürlich keine Kontrolle ist, wo ich sage, okay, ich bin der Thomas, ich möchte jetzt alle Marketingleute in Österreich mit diesem Post erreichen und die Maschine liefert das aus. Das ist natürlich utopisch. Es ist ein Algorithmus, der auf ganz vielen Faktoren basierend versucht, das zu lösen. Und Algorithmen, der Ritchie ist ja das sein Steckenpferd schlechthin, gibt es aber trotzdem so ganz interessanterweise zwei Lesarten. Ich möchte mich nicht lächerlich drüber machen. Ich finde es nur so lustig, wie es gesehen wird. Und zwar, es gibt so die Variante Blackbox-Bedrohung, Terminator, und die geht so. Wir als Unternehmen, ich als Sender, mache alles richtig. Also meine Information ist perfekt, ist wunderbar, wunderschöne Fakten. Und obwohl ich das so richtig mache und jetzt auf LinkedIn stelle, führt der böse Algorithmus dazu, dass meine Information nicht beim Publikum landet und das nicht sich das anschaut und ich keine Reaktion kriege. Jetzt gibt es die andere Variante, die sagt so, nein, es ist vollkommen egal, was ich da mache, brauchen wir gar keine Mühe geben, weil dieser liebe Algorithmus, der sorgt dafür, dass es wunderbar verteilt wird, da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Das ist natürlich beides nicht wahr. Denn was macht ein Algorithmus? Ich werde nicht so oft gefragt als LinkedIn-Mitarbeiter, wie kannst du schnell den Algorithmus erklären? Da gibt es zwei Probleme, es gibt mehrere. Erstens ist, es gibt nicht den Algorithmus, es sind hunderte, ich habe keine Ahnung, ganz, ganz, ganz viele Algorithmen. Das zweite Problem ist, ich habe keinen Doktor in Physik. Das ist hochkomplex. Also es ist hochkomplexe Mathematik. Was ich da mitgebracht habe, ist die sogenannte Dwell-Time, ein Auszug davon. Dwell-Time ist nichts anderes, als dass LinkedIn bemisst, wie viel Zeit wird mit einem Beitrag verbracht. Und auf das komme ich später nur zurück, warum das wichtig ist. Warum ist es wichtig, dass mein Beitrag gesehen wird oder dass Menschen damit interagieren? Ich habe ja etwas vor. Also in der Regel sende ich ja nichts, damit es mir dann egal ist, ob das irgendwer liest, sondern ich habe ja als Unternehmen oder als Person möchte ich ja gesehen werden, wahrgenommen werden für mein Thema. Ich als private Person möchte, dass der Thomann von LinkedIn Österreich, den man ansprechen kann, der für Recruiting-Themen zuständig ist, wahrgenommen werden. Das erleichtert mir meinen Vertrieb. Das ist meine private. So, andere haben andere Gründe, warum sie da sind. Was man aber jetzt sieht, ist so ein LinkedIn-Beitrag hat eine Logik. Und das erste ist das sogenannte Proximity Signal, also der Grund, warum mir das angezeigt wird. Ich bekomme ein soziales Signal, so hey, übrigens den du kennst, der hat das schon geliked, magst du dir das mal anschauen. Das führt aber trotzdem nicht dazu, dass ich jetzt komplett begeistert bin, sondern was ganz schnell jetzt passiert, Millisekunden, ist Folgendes. Ich schaue drauf und werte, ob es interessant ist. Wenn ich ein Medium teile, ein Bild, einen Link, ein Video, dann habe ich genau drei Zeilen, so ist LinkedIn Design, Zeit, um zu begeistern oder zu interessieren, um einen Gedanken zu provozieren oder zumindest diese Reaktion auszulösen, dass ich stehen bleibe beim Scrollen. Also wenn der spannende Teil weiter unten kommt, dann liest den nie wer, weil ich nie einen Grund, keine Antwort geliefert habe dafür, dass wer stehen bleibt. Also nicht so schwierig als herauszustechen aus einer grauen Masse. Wie schaffe ich das? Indem ich anders, kreativer, interessanter, pfiffiger bin, dann bleibt er stehen. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, was passiert? Ein großes Missverständnis bei Social Media ist, dass es geht um Likes, Hauptsache Likes. Aber nehmen Sie mal Folgendes. Sie kennen wen, der postet hier und da, Sie scrollen vorbei, sehen, es geben ein Like und sind wieder weg. Das dauert keine Sekunde, Sie haben überhaupt nichts wahrgenommen von dem Beitrag. Sie geben den Like, weil Sie die Person mögen. So eine kleine Unterstützung, Social Media Hilfe. Natürlich bemisst LinkedIn diese Interaktion und sagt, okay, da sind jetzt einige Likes passiert. Der wesentliche Teil ist aber folgender. Der Großteil der Social-Media-Nutzer, die überwiegende Mehrheit, ist komplett passiv. Liked nichts, kommentiert nichts, aber konsumiert. Und konsumieren lässt sich messen am Faktor Zeit. Also wenn es mir gelingt, dass ich meine Beiträge so gestalte, dass die Leute sich damit beschäftigen, dass die Leute das lesen, dann habe ich gewonnen, weil die Algorithmen natürlich messen. Schau mal her, in der Zielgruppe wird Zeit mit diesem Beitrag verbracht. Der ist interessant. Also spielen wir ähnlichen Personen aus. Und was daraus passiert, ist, es wird meistens gern Reichweite genannt. Das ist eigentlich der falsche Begriff. Aber es ist das, dass dieser Beitrag von vielen Menschen gesehen wird. Und zwei Beiträge mitgebracht, die noch nicht so lange her sind bei mir. Der rechte, der ist einfach, ich habe dieses Bild gesehen, we need a graphic designer, obviously, habe das himmelschreiend lustig gefunden und habe dazu die Frage gestellt, darf Recruiting Selbstironie nutzen und funktioniert das? Und das Ding ist einfach, neudeutsch, durch die Decke gegangen. Es ist jetzt mittlerweile so bei 230.000 Ansichten. 230.000 Ansichten bedeutet nicht, dass diese Menschen da im Detail jetzt minutenlang sich mit mir beschäftigt haben, aber mein Beitrag war bei denen so lange am Schirm, dass es gezählt wird. Und jetzt muss man sich das einmal vorstellen, was heißt denn 200.000 Ansichten, wenn man sich das mal in Menschen vorstellt.
Also kann man sich nicht wirklich vorstellen. Ich war mit meinem Trauzeugen in Barcelona im Camp Nou. Das ist da ein Bild, nicht von mir, das ist von Wikipedia. Und da sieht man Camp Nou voll gefüllt und es sind so keine 100.000 Menschen. Jetzt stellen wir uns mal vor, dieser Beitrag, den ich da gemacht habe, hat zweimal dieses Stadion gefüllt. Und ich würde mir vorstellen, ich stehe da in der Mitte auf einer Bühne und erzähle, was ich da gepostet habe. Da würde ich nervös sein. Also es ist wichtig, dass wir uns bei Impressions, Views, Ansichten Menschen vorstellen. Das relativiert nämlich, wenn man enttäuscht ist, bei 2000 Ansichten. Das ist relativ viel. Es ist aber auch eine Herausforderung, weil was ist denn jetzt viel? Also ist das Stadion viel oder ist diese Situation hier viel? Bühne, geschätzt 500 Leute. Oder nochmal anders gefragt, ist vielleicht das hier viel? Also ein Meetingraum, 10 Leute. Sinn und Zweck von Social Media ist nicht maximal meine Botschaft irgendwo hinzusenden und irgendwen zu erreichen, sondern die richtigen Leute. Wer sind die richtigen Leute? Schwer zu beantworten. Bei mir eine Zielgruppe aus Marketing, HR, Kommunikation in Österreich. Das sind die Menschen, die ich erreichen möchte. Das sind die Menschen, wo ich sage, ach, das ist wichtig, dass die mich wahrnehmen. Also in dem Moment, wo ich mir überlege, dass ich meine Kommunikation an mein Zielpublikum ausrichte, Stil, Aufbau der Information, Inhalt, tue ich mir selber den Gefallen, dass ich eben nicht sage, ja, ist mir egal, Hauptsache ich werde gesehen, sondern ich habe ein Ziel definiert. Von wem möchte ich wahrgenommen werden und was soll passieren? Und das gibt euch übrigens die Antwort, dass manchmal ein Beitrag mit 500 Ansichten, wo aber 500, von diesen 500, 200 richtige Leute, genau die man erreichen wollten, dabei waren, viel mehr bringt, als wenn ich über Ort Clickbaiting, beliebte Katzenfotos, mich natürlich da sichtbar mache, aber einfach, das ist beliebig. Ich habe halt irgendwen erreicht mit einem lustigen Thema. Es hat mir inhaltlich, geschäftlich, kommunikativ nichts gebracht. Also, um in der Bildersprache zu bleiben, Daten haben wir genug, es sollte um Datenliebe gehen, es soll ja was rauskommen, was für uns in unserem beruflichen Umfeld, privaten Umfeld dort Sinn macht und wir wollen unbedingt vermeiden, dass wir da mit dem Holzhammer das Urteil bekommen und zwar, dass wir übergangen, ignoriert werden, weil wir vorbei sind. Und das heißt aber, wenn wir uns darauf einig sind, dass das halt die Situation ist, dass das bei LinkedIn genauso passiert, es ist Business, aber es ist Social Media. Das heißt, die Leute reagieren auch wie bei Insta oder bei Facebook. Wenn es mich nicht interessiert, scrolle drüber. Wenn ich es nicht verstehe, bleibe ich definitiv nicht hängen. Die Antwort auf und jetzt ist, wir müssen was ändern. Wir müssen Kommunikation anders machen. Also natürlich gehören Details von Unternehmen dazu. Aber bitte, wo sind denn die Geschichten der Mitarbeiterinnen? Ganz blöd gefragt, wenn mir ein Unternehmen weismachen will, dass es so spannend ist dort, dass es so eine tolle Kultur hat und das in Form von nüchterner Vision und Mission auf irgendeiner relativ kaltblauen Seite dahinschreibt, wo bin ich denn bitte emotional berührt? Wo ist denn die Glaubwürdigkeit, dass ich sage, stimmt, das klingt echt gut, da bewirbe ich mich jetzt. Also Mitarbeiterinnen sind ein unglaublich wichtiger Punkt in der Kommunikation. Aber was davor kommt, und was herrlicherweise immer vergessen wird, ist, ich mag den Begriff so Ego-Surfing, ein schönes Synonym dafür, für sich selbst googeln, weil man irgendwie googeln ja immer sagt, für die Internetsuche. Warum ist das so wichtig? Warum sollte ich sowohl als Person herausfinden, wie ist mein erster Eindruck, wie werde ich denn wahrgenommen und vor allem als Unternehmen? Deswegen, wenn Sie Ihr Unternehmen, Ihre Organisation bei LinkedIn eingeben und schon mal schauen, wie schauen die Treffer aus, dann werden Sie in den Großteil der Fällen, so ist mein Erlebnis in der Kundenbetreuung, folgende Situation haben, wenn Sie sich noch nicht darum gekümmert haben, dann werden Sie zig Seiten finden, von denen Sie gar nicht mehr gewusst haben, dass die haben, wovon Sie nicht wissen, wer der Seitenadmin ist und wo Sie merken, da haben wir gar keinen Inhalt drauf. Also wie ist Ihr Eindruck beim Bundesministerium für Finanzen? Na, geht so. Warum? Ja, weil nichts drauf ist. Das schaut einfach aus wie ein Kanal, der nicht befüllt wird. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass Sie sich damit beschäftigen. Wie schaut es auf der rechten Seite aus? Inhalt da, Logo da, Kontaktdaten da, Personen da, Follower da. Ein ganz anderer Impuls für Sie. Vor allem jetzt haben Sie da noch gesucht, dass es so passt. Ich folge mal, schau mal, was passiert. Also Ego-Surfing, dieses um sich selber kümmern, zu checken, wie ist mein Auftritt, ist extrem wichtig, einfach, weil ansonsten der Eindruck ist ja da, nur ich kenne ihn nicht. Nur weil ich nicht nachschaue, heißt das nicht, dass das ein anderer nicht macht. Die Reaktion übrigens auf schlechte Social-Media-Auftritte ist historisch betrieben natürlich nicht so alt wie Social Media, aber Sie können sich ungefähr vorstellen, was ich meine. Das bleibt hängen. Und das ist schwer wieder aufzuholen, wenn Ihr erster digitaler Eindruck ein negativer ist. Dann müssen Sie es nachher mit Werbung viel wieder gut machen. Das heißt aber, Sie können im Gratisbereich organisch mit einem strukturierten, sauberen Auftritt, mit erzählten Geschichten, mit lebendiger Information das Gegenteil von diesem Bild erreichen. Sie können
sich sichtbar machen im positiven Fall. Also was ist Pflicht? Pflicht ist doch, eine Unternehmensseite zu haben, die aufgeräumt ist, wo man die Informationen findet, die man möchte. Ich rede gar nicht von Werbung und Targeting, wo ich irgendwo hingeführt werde, sondern einfach einmal darum, dass wenn ich ein Unternehmen bin, verstehe, wer arbeitet dort, was machen die, welche Links finde ich, wie ist die Kultur, wie sind die Jobs. Das Thema Jobs, genauso bei LinkedIn, das ist etwas, da muss man sich auch drum kümmern, weil LinkedIn sagt halt, gut, wenn das Unternehmen nichts macht, wir haben zig Jobquellen, die wir anfüttern, dann nehmen wir das halt her, ob das dann so genau passt, ob der Link nach außen das ist, was das Unternehmen möchte, ist uns im ersten Schritt dann nicht so wichtig, außer das Unternehmen sagt, passt, wir kümmern uns drum, wir moderieren es. Auch hier wiederum, stellen Sie sich vor, ich präsentiere mich als spannender Arbeitgeber, weiß Gott was, ich besuche die Seite des Unternehmens, ich klicke auf Jobs, da ist kein einziger Job drin. Jetzt kann man sagen, naja, die Person wird dann schon googeln, auf die Homepage gehen und sich das ausschauen, aber wir wissen alle, dass das nicht stimmt. Weil ich habe ein loses Interesse, wenn das nicht bedient wird, bin ich wieder weg. Unternehmenskultur. Unternehmenskultur ist interessanterweise noch immer nicht das, was es sein soll. Unternehmenskultur wird oft daraus so verstanden, dass ich einfach ein paar Floskeln verwende, die schreibe ich irgendwo hin und dann werden sich die Leute denken, ja, wird schon passen. Also Unternehmenskultur ist kein Obstkorb. Unternehmenskultur ist kein Kicker. Und Unternehmenskultur ist nicht, dass man von irgendeiner flachen Hierarchie daher fabuliert, die dann im Zweifel eh nicht stimmt. Unternehmenskultur ist, dass ich sage, wer bist du? Und ich erzähle dir, warum es für dich interessant ist, in diesem Unternehmen zu arbeiten. Jetzt einmal auf die Porsche Holding Seiten, grandios gemacht. Da gibt es so viele Zielgruppen, Unterzielgruppen. Und je nachdem, wer ihr seid, werdet ihr unterschiedlich empfangen. Warum werde ich in Deutschland empfangen? Weil ich mit München aus Deutschland identifiziert werde, Münchner Standort von der Firma. Wenn ich in Salzburg unten wäre, würde ich garantiert auf der Sales- und Marketing-Karriere-Seite landen. Warum? Naja, weil dann erzählt mir die Porsche, hey Thoman, du bist der Vertriebler und wir sind genau das richtige Unternehmen. Ich erzähle dir was. Ich stelle dir die Leute vor, die den Job schon machen, die erzählen, warum sie es gut finden. Das ist doch ganz was anderes, als wenn ich sage, ja und übrigens, wir sind familiengeführt und nicht hierarchisch. Ja, wunderbar. Kann ich nichts damit anfangen. Beiträge posten. Das große Dilemma, was ich erlebe jetzt auf LinkedIn, ist diese ewige Diskussion, wer ist eigentlich zuständig? Und dann gibt es entweder starkes Marketing oder starkes HR. Die sagen, es ist unser Kanal, wir machen da unsere Themen. Und dann sind wir wieder bei diesem, man denkt das Unternehmen, was möchte ich sagen? Und man denkt nicht an das Publikum, was möchte es denn vielleicht wissen? Wenn ich einen Job und Employer Branding mache, dann ist das interessant, aber es kommt irgendwann der Punkt, wo die Leute ja wissen, man, ja, was habt ihr denn für ein Produkt? Was macht es denn? Seid ihr innovativ? Seid ihr nachhaltig? Was tut ihr als Organisation? Die Themen sind in der Regel in dem Unternehmen schon da. Sie sind oft noch etwas großformatig, also es gibt da 40 Seiten PDF, da kann ich monatelang draus Social Media Content machen. Es muss runtergebrochen werden und es muss einfach akzeptiert werden, dass es nicht die strategische zweistündige Firmenpräsentation ist, sondern kleine Informationshappen aus unterschiedlichen Teams, die immer wieder dazu führen, dass ich mit Leuten in Berührung komme und die mich spannend finden. Auch da wieder, es gibt Themen, die kann ich rein über die Marke spielen. Aber die Mitarbeiter, die machen es menschlich. Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin wird ganz anders erzählen, wie ist mein Job als Sales bei LinkedIn. Das liest sie definitiv nicht wie ein Jobprofil, wenn ich euch das erzählen würde. Weil der Mensch sofort automatisch menschlich kommuniziert. Dann sind wir übrigens bei Human to Human und weniger bei Business to Business. Und das Ganze ist nicht, ich sage das jetzt, weil ich das so schön finde und weil ich selber gern frei rede und keine Bullet Points nutze, sondern man kann das an nüchternen Zahlen festmachen. LinkedIn hat sich Folgendes angeschaut. Wie ist die Relation der Kontakte der Mitarbeiterinnen? Da muss man einen Satz noch dazu sagen. Also wenn zwei Personen mit der gleichen Person vernetzt sind, also den gleichen Kontakt haben, zählt diese Person als eins. Also individuelle Kontakte der Mitarbeiterinnen in Relation zu Follower der Unternehmen und das als Schnitt auf LinkedIn. Also da sind auch die Riesenbrands drin, die Millionen an Follower haben. Und trotzdem ist der Faktor 10 zugunsten der eigenen Belegschaft. Also die eigenen Leute haben ums Zehnfache mehr Kontakte, draußen relevante Kontakte, branchenspezifische Kontakte, als das Unternehmen Follower hat. Ja, und jetzt raten Sie mal, wo aber die ganze Kommunikation drauf liegt. Auf der Brand, auf der Karriere, also auf der Unternehmensseite, über die Marke an die Follower. Warum? Weil man sich aus Kommunikation hat, nach wie vor schwer tut damit, die eigenen Leute zu Wort kommen zu lassen. Storytelling, also das berufliche Erzählen von Geschichten, ist kein Luxus, den man sagt, wir haben nur ein bisschen Budget, jetzt erzähle ich irgendwas. Storytelling ist einfach eine smarte Abkürzung, um mein Ziel zu erreichen. Storytelling macht mir meinen Vertrieb erheblich leichter, weil ich ein Produkt erzählen kann, weil ich eine technische Schnittstelle, also wo System A mit System B zusammenfindet, technisch, IT-technisch, so erzählen kann, dass mein Gegenüber, genauso wenig ITler wie ich, versteht, was wir tun und mir das glaubt. Storytelling führt dazu, dass ich komplexe Dinge runterbreche auf eine menschliche Sprache, durch diesen menschlichen Ansatz die Leute schneller reagieren und ich letzten Endes
ob es jetzt HR, Marketing, Verkauf ist oder einfach nur Aufmerksamkeit, meine Ziele schneller erreichen. Ich habe mehrmals schon gelesen, dass egal wie gut ich oder andere Menschen einen Vortrag machen, maximal 3 Punkte hängen bleiben. Also auch wenn Sie das jetzt vielleicht gut gefunden haben, der Großteil geht wieder vergessen, 3 Punkte bleiben maximal hängen. Und ich möchte es mir gerne aussuchen oder möchte es gerne beeinflussen. Also wenn ich die Wahl hätte, dann sollen folgende 3 Punkte hängen bleiben. Bleiben Sie im Gespräch. Damit meine ich, mehr ist mehr. Es bringt nichts, wochenlang an einem Social Media Post rumzudoktern, sondern Sie müssen in einer gewissen Frequenz sichtbar sein, um Wahrnehmung zu finden. Setzen Sie auf die eigenen Leute. Niemand kann so gut erklären, was man in dem Job macht, wie die Person das macht. Niemand kann ein Produkt so gut erklären, wie eine Person das verkauft oder produziert oder entwirft. Setzen Sie neben Marke auf Personen und trauen Sie sich im Business-Kontext Emotionen zu. Es gibt de facto kein Business-to-Business. Business-to-Business heißt, Person mit einer Funktion im Unternehmen A spricht mit anderer Person mit einer Funktion im Unternehmen B. Jetzt denkt man dann plötzlich, ein Controller, weil er Controller heißt, hat irgendwie ein anderes Weltbild. Es sprechen zwar Menschen miteinander. Ich rede nicht von Märchen erzählen, ich rede einfach darum, Dinge anders aufzubereiten, spannender, ein bisschen mehr auf Emotionen zu setzen. Normalerweise wäre ich jetzt fertig, aber ich habe eine Bitte. Rhetorische Übung oder theoretische Übung. Denken Sie kurz, wenn Sie es haben, ans eigene LinkedIn-Profil. Nicht aufmachen, müssen Sie nichts tun, einfach nur dran denken. Und jetzt stellen Sie sich folgende Frage. Wir vernetzen uns, oder ich habe herausgefunden, Sie sind im Vortrag und ich gehe auf Ihr Profil. Wie ist mein erster Eindruck von diesem Profil? Oder anders gefragt, wie ist Ihr digitaler erster Eindruck auf LinkedIn? Ist unstrittig, im echten Leben gibt es den Spruch, gibt nur eine Chance für den ersten Eindruck, man gibt sich Mühe. Wie ist Ihr digitaler erster Eindruck? Denken Sie mal kurz drüber nach. Ich glaube, jetzt haben wir es. Und jetzt fragen Sie sich selber, auf welcher Seite von diesen beiden Bildern sind Sie? Was für Gefühl habe ich, wenn ich Sie besuche? Was ist sofort mein erster Impuls, meine erste Reaktion? Nicht nur ich, sondern irgendwer. Es geht nicht darum, dass man LinkedIn-Profi ist, es geht einfach darum, was ist dieser Eindruck? Oder anders ausgedruckt, was ist dieser erste Eindruck? Warum ein digitales Profil, wenn ich eins habe, also wenn ich mich dafür entscheide, gepflegt sein muss, erklärt sich, wenn man an einen ersten Eindruck denkt. Der ist genauso da. Und wenn ich jemanden besuche und diese Seite sagt mir nichts, die schaut ungepflegt aus, da ist irgendwie alles veraltet oder das wirkt komplett aufgesetzt oder anonym, dann gibt es überhaupt keine Veranlassung für mich, dass ich dort Zeit verbringe. Im Gegenteil, ich bin in Millisekunden wieder weg, weil ich verstehe nicht, interessiert mich nicht. Das haben wir ganz am Anfang geschaut. Es ist so viel Information da, ich habe alle Auswahl dieser Welt. Ich werde mich mit nichts beschäftigen, was nicht gescheit aufbereitet ist oder falsch. Also LinkedIn basiert letztendlich auf 3 Säulen, egal ob Unternehmen oder Privatperson. Das eigene Profil, mein Auftritt, meine digitale Repräsentanz, mein Netzwerk und meine Follower, also wen erreiche ich, wen habe ich schon gewonnen? Und das erreiche ich halt darüber, dass ich mir immer Gedanken mache, was interessiert die, nicht was möchte ich senden. Und das bringt uns zu Inhalte. Inhalte in unterschiedlichen Formaten, da gibt es keine pauschale Antwort, sehr branchenspezifisch, aber es gibt einfach die goldenen Social-Media-Regeln und die gelten bei uns genauso wie woanders. Wenn es beliebig ist, wenn es genauso durchschnittlich ist wie der Rest, wird es übergangen. Wenn es interessant ist, einen Aha-Effekt hat, in irgendeiner Form kreativer ist, wird es erreicht. Und meine Hoffnung ist immer bei so Vorträgen, und ich habe eine Riesenfreude damit, dass ich sie zu dem Punkt bringe. Vielleicht nur ein paar von Ihnen. Dass man sagt, ah, ja, stimmt eh, und das wird jetzt kompliziert und da müssen wir jetzt intern argumentieren und diskutieren, aber wir müssen. Und das Schöne ist, wenn man es tut, man merkt, dass das schrittweise zu unglaublich schönen Erfolgen führt, weil man sichtbar ist, weil man sich aus der grauen Masse raustraut und einfach was macht, was ein bisschen anders ist. Und wir haben mit einem Bild begonnen, ich möchte mit einem Bild schließen. Richie, du hast das etwas vorweggenommen auch schon. Evolutionär betrachtet ist der Mensch nicht alt. Und unser Hirn hat sich in dieser Zeit gar nicht so dramatisch verändert. Und ich bin kein Historiker, aber ich weiß eins ganz, ganz sicher. Wir sind damals, als wir in Kleinstgruppen ums Feuer gesessen sind, niemals mit Bullet Points gequält worden. Es hat nicht der erzählt, der am meisten Fakten zusammengetragen hat, sondern jene Person, die am interessantesten, am bildhaftesten erzählt hat. Und das wissen wir und das mögen wir. Wir haben es nur im beruflichen Kontext irgendwann vergessen. Und deswegen mein Appell, erzählen Sie mir Geschichten auf professioneller Ebene. Es funktioniert wahnsinnig gut. Eine Bitte noch, vernetzen wir uns oder folgen Sie mir. Da würde ich mich sehr freuen. Und jetzt, genau, Ihre Fragen. Dankeschön. Vielen Dank, Thomann. War sehr, sehr spannend. Ich kann mir auch nur anschließen, die Wichtigkeit dieses Ersteindrucks.
die wird eigentlich von mehreren Richtungen zementiert. Du hast auch erwähnt in einem Vortrag, wir haben alle nicht wahnsinnig viel Zeit, wir sind in Eile. Wir wissen auch mittlerweile aus sämtlichen psychologischen Studien in diese Richtung, wir tun uns sehr schwer, einen einmal gewonnenen Ersteindruck wieder zu revidieren, beziehungsweise ja. Der Aufwand dazu ist ungleich höher, als gleich den richtigen Ersteindruck hervorzurufen. Ich möchte auch noch anmerken, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, man muss überhaupt nicht LinkedIn benutzen. Es ist halt absolut davon auszugehen, dass jemand sie zumindest googelt. Und mit einem öffentlichen, vollständigen LinkedIn-Profil ist halt dann das auch der Platz 1. Ja, das kann man auch auf anderen Weg erreichen. Wenn man 10 Jahre lang einen Blog betreibt oder eine Homepage, dann steht es wahrscheinlich oben. Aber das spielt natürlich eine ganz, ganz große Rolle. Und was ich auch noch anmerken möchte zu dem Thema Erfolge, wir denken dabei natürlich immer auf die Reichweite. Und das ist auch klar, Kahneman, Verfügbarkeitsheuristiken, wenn immer über Influencer berichtet wird, dann folgen Zahlen wie ja, der PewDiePie hat, ich weiß nicht wie viel jetzt, 20 Millionen Follower und so weiter. Und klar, das sind Leute, die davon leben. Aber für das, was wir erreichen wollen auf LinkedIn, ob ihr jetzt dabei neue Kunden findet für meine Workshops oder ob sie auf der Suche nach einem Job sind, das macht für sie ganz pragmatisch gesagt wenig Unterschied, ob 100 Personalchefs sie kontaktieren. Das ist vielleicht gut fürs Ego. Aber wenn die richtige Person in der Branche, in einem Job, den sie wollen, auf sie aufmerksam wird, dann wird der einfach nicht sagen, wow, der Typ oder die Studentin ist großartig, das Posting hat 1000 Views, abgesehen davon, dass er die Zahl eh gar nicht sieht oder sagen wir 100 Likes, sondern der wird sich ihr Profil anschauen. Und das ist sozusagen, ich bezeichne es immer gerne als Landingpage. Das entscheidet dann ganz stark darüber, kontaktiere die Person oder nicht. Also das ist wirklich eine Riesenchance. Und danke an alle fürs Dabeisein. Wir sind ja dual unterwegs auf Twitch, wo ich die Vorlesung immer stream, und auf LinkedIn. Und Doman, ich habe da zwei Fragen von Twitch, die ich aufgehoben habe. Die eine, du hast auch über Postings und Dramaturgie gesprochen. Welche Länge hat ein effektives LinkedIn-Posting? Wie lange bleibt der durchschnittliche Leser am Ball? Was sagst du dazu? Ja, das ist immer recht interessant. Diese Fragen werden von LinkedIn jetzt mal ganz offiziell geantwortet, überhaupt nicht beantwortet. Weil wir den Standpunkt haben, es ist sehr schwer ich habe es ja auch erwähnt, so viele Kulturen, so viele verschiedene Branchen, da jetzt sagen, im Schnitt ja. Hat das Posting genau die Mitte, so 1400 Zeichen, irgendwas zwischen 0 und 3000, das ist die goldene Mitte. Der Gedanke ist insofern, du kannst einen kurzen Fadentext schreiben und du kannst einen langen, spannenden, packenden, dramatische Wendung, interessant, nur mal irgendwas drin und die Leute werden den lesen. Die Gefahr ist oftmals die, dass man sagt, ich habe 3000 Zeichen, ich reize es aus, weil dann sind wir wieder bei dem Punkt, was ich noch loswerden will und weniger, was jetzt wirklich die Essenz der Geschichte ist. Es kommt der Punkt bei Social Media, wo ich einen Transfer habe, wo Personen sich mein PDF runterladen sollen, wo sich Personen etwas ausfüllen sollen, wo Personen auf meine Homepage gehen, um dort sich mit Detail dann und Zeit für mein Produkt. Das ist der Punkt dafür. LinkedIn ist die Anbahnung, das Erzählen, diese mehreren Touchpoints immer wieder in Berührung kommen mit den richtigen Leuten. Von daher, ich möchte es nicht eins zu eins beantworten, weil ich wirklich keine habe, irgendwas von x Zeichen. Ich würde es abhängig machen von der Nachricht. Persönlich erlebe ich, dass reine Textpostings oftmals genauso gut funktionieren. Mir ist aber immer lieber so eine Textbildschere, also Bild als Aufhänger, dazu irgendeinen interessanten Aufhänger und dann einfach schauen, was brauche ich, um das, was ich sagen möchte, loszuwerden. Tendenziell kürzer halten. Wieder aus dem Grund, Zeit, die ist die Ware, sozusagen. Kann ich nur unterstreichen, es ist ja dann auch oft so, man kriegt mit, LinkedIn hat die Postinglänge verlängert kürzlich, also müssen lange Postings gut sein und dann gibt es Leute, die schauen, dass sie nur ja mit möglichst vielen Füllwörtern auf 2999 Seiten oder so kommen. Das ist natürlich ein Blödsinn. Wir haben die statistische Auswertungen zeigen auch, das deckt sich sehr genau mit dem, was du sagst. Das ideale Posting liegt so zwischen 1200, 1400 Zeichen, aber das sagt jetzt nicht viel aus. Das sagt nicht, dass ein Posting in der Länge besser ist. Wenn man mehr zu sagen hat, hat man mehr Platz dafür. Wenn es kürzer ist, ist es kürzer. Ich glaube, was diese Zahl vor allem aussagt, dass es nicht so auf die Länge ankommt, weil die liegt ja tatsächlich genau in der Mitte der möglichen Länge. Meine Erfahrung dazu ist, dass es bei LinkedIn seit dieses Dwell-Time-Update die Verweildauer auch gibt, seit die ausgewertet wird, dass es sehr wichtig ist, was du ja gesagt hast in einem Vortrag, diesen Breakpoint, also dieses Weiterlesen gezielt einzusetzen und einzuplanen. Es ist eher manchmal Ausnahmen vom Andreas Jonsson, der Gründer von Shield oder so, der macht manchmal ganz gerne so Zweizeiler. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, ganz kurze Postings funktionieren auf LinkedIn nicht so gut. Es gibt immer Ausnahmen, aber
Ja, es ist der Faktor Zeit ist einfach einer, der bemessen wird. Der Faktor Zeit ist deswegen, das machen ja nicht nur LinkedIn, das machen ja, ich weiß nicht alle, aber die sehr, sehr, sehr viele Plattformen. Aber aus dem Grund, weil man von diesem, da hat wer geliked weg wollte, um zu besser zu verstehen und zu interpretieren, naja, wenn sich eine Person Zeit für etwas nimmt, dann scheint es interessant zu sein. Ja. Und das stimmt ja, ich nehme mir da nichts Zeit für etwas, was mich nicht interessiert, wenn ich eh die Auswahl habe und so viel Information habe. Und dadurch ist dieser Impuls, den ich über mehr sage, den ich mir quasi verdienen möchte vom Publikum, dass ich so einen interessanten Hook, Neudeutsch oder Aufhänger oder Teaser, der, dass ich sage, okay, jetzt habe ich die geködert, jetzt habe ich die getriggert, jetzt habe ich dir eine Frage gestellt, die möchtest du möchtest mir widersprechen, möchtest antworten, irgendwas magst du machen, jetzt klickst du auf mehr und weil dieser Mensch dann sagt, ja, bewusst klicke drauf, nimmt er sich dann auch mehr Zeit. Ich glaube, das ist so dieses, was es auslöst. Ja. Es gibt ja sämtliche Spielchen, wo man dann da mehr anzeigen und dann kommt immer viel, mein Gott, kann man machen. Ich würde immer vom Zielpublikum ausgehen, das ist nachhaltiger. Weil diese Einmalerfolge, ich habe gesagt, 200.000 Views, ich finde das lustig. Ich stelle mir das gerne als zwei Camp News vor, dann werde ich fast nervös. Aber es bringt ja, ich war da weiß geworden auf der Welt mit dem Posting, komplett an meiner Zielgruppe vorbei, das ist halt passiert. Aber es waren hunderte Ansichten in Österreich und die waren interessant. Ja, und das ist, ich vergleiche es immer ein bisschen mit Video, weil da ist es eigentlich eine gängige Systematik, egal ob YouTube, Facebook, natürlich auch LinkedIn, das ist ein großer Faktor. Wie viel Prozent schauen ein Video zu Ende oder anders gesagt, wo ist der durchschnittliche Abrufpunkt? Mhm. Und das ist bei Postings mit der Verweildauer, die drückt ja auch was ganz Ähnliches aus. Ist es interessant genug, dass ich es bis zum Ende lese? Ja, wenn es super spannend ist, dann kann ich 3000 Zeichen machen, mit einem Link abschließen und die werden alle weitergehen, wenn es spannend genug ist. Ich meine, wenn man es ganz schlau gestaltet, macht man es natürlich so, dass man sagt, ich strukturiere den Beitrag ein bisschen, ich habe meinen Aufhänger, dann habe ich so die Kerninfo, für die das kurz anlesen, aber ich habe mich positioniert und dann für die, die es wirklich noch weitergehen wollen, kommt der Schritt dahinter. Blöd ist halt, wenn ich an der spannende Teil dort komme, wo ich die Leute schon verloren habe, also auch wenn ich die in der Mitte langweile. Es ist wirklich ein Texten ist wichtig und es hat einen Grund, warum Copywriting gerade immer mehr diskutiert wird, also das professionelle Texten, weil, ja, ich muss verkürzt relevant sein. Das, ich nehme in der Zeit, wo ich sage, ich habe wahnsinnig viel Zeit und Information und in der Mitte steht dann das, was ich eigentlich loswerden wollte. Und das ist nicht so leicht. Ja. Wir haben noch eine sehr spannende Frage, noch mehrere, aber die ist gestellt worden, als du gesprochen hast über die emotionale Komponente von Stories. Und zwar, ich lese es mal vor, von Kelopedia über Twitch. Assoziiert nicht jede Person individuell? Ist die individuelle emotionale Reaktion auf die Geschichte überhaupt wichtig oder wurde das Ziel quasi schon erreicht, als sich die Person emotional involviert hat? Spannende Frage. Ich glaube, es ist schwer generell zu sagen, das ist meine Zielgruppe und die funktioniert so. Ich glaube, du hast vor kurzem dieses wunderbare Beispiel gebracht mit Ozzy Osbourne und Prince Charles, die mehr oder weniger quasi von den Kennzahlen und den Targeting-Möglichkeiten das Gleiche hatten, aber komplett andere Personen. Was ich für mich definiere als emotional berühren, ist einfach dieses ein Interesse wecken. Emotional berühren soll nichts Kitschiges ausdrücken, von wegen also Trauer, Wut, irgendwas, sondern irgendwas, wo ich sage, ah, schau, das ist, da möchte ich antworten, das möchte ich lesen. Und das sind die Reaktionsarten natürlich so vielfältig wie die Menschen. Ich nehme an, dass es schon Branchen und Typfragen gibt. Ich nehme an, dass im Klischee, im Schnitt, die Anwaltskanzlei und die Menschen, die sich mit Recht befassen, etwas anders sind als die Berliner Startup-Agenturen im Social-Media-Bereich. Klischee. Und man tut natürlich seine Zielgruppe anders bedient. Aber mein Anliegen ist eher, wirklich darauf hinzuweisen, Emotion ist nichts, was Fachliches wegnimmt. Emotion ist nichts, was Seriosität konterkariert, sondern es ist einfach ein Stilmittel, um rauszustechen, um dieses Interesse zu wecken. Und es ist eins, das wissen wir eigentlich schon seit den 50er Jahren, als die strukturierte Wirkungsforschung begonnen hat, negative Appelle oder das Evozieren von negativen Gefühlen, Angst vor allem, das bewirkt sehr wenig Einstellungsänderung. Das ist auch der Grund, warum die älteren Semester können sich sicherlich, so wie ich auch noch erinnern, an die Verkehrssicherheitswerbung in der 80er Jahre, wo man Crash-Test-Dummies in super Zeitlupe bei einem Aufprall sieht, wie es dann so langsam zerlegt. Und das ist nicht schön und natürlich ist die Idee quasi, ich stelle mir vor, dass ich jetzt der Crash-Test damit bin, aber da tritt dann wieder die kognitive Dissonanz ein, sowas blendet man aus. Also wenn es sozusagen darum geht, dass ich was erreichen will, sind positive Emotionen sicherlich interessanter. Aber die andere Sache, und das ist etwas, was man im Zusammenhang mit Personal Branding immer dazu denkt, je edgier man auftritt, desto stärker werden auch die Reaktionen ausfallen und zwar in beide Richtungen.
Ich habe da immer als Beispiel den, ich glaube, war viel in den Medien, ich glaube, Gerald Hörhan, der Businessbank. Ich hab jetzt keine Meinung von ihm, aber der ist ein Banker und ein Investment-Experte, der als Bank und mit einer entsprechenden Iro-Frisur auftritt. Und da werden sicher viele Leute sagen, boah, das ist doch kein Banker. Und ein paar werden auch sagen, ah, cool, das ist ein Banker, der vollkommen anders ist. Ich will nicht sagen, dass das bedeutet, man soll immer möglichst radikal auftreten, aber sicher mit dem, was mit der Positionierung hat man auch bis zu einem gewissen Grad die stärkere Reaktion in der Hand und Fahrt ist halt einfach langweilig. Und ich finde auch im Zusammenhang damit eine Anschlussfrage auch von Kelopedia. Wie siehst du das? Wie sind starke Meinungen bzw. Positionen auf LinkedIn zu bewerten? Oft lebt Social Media Content, zum Beispiel Blogs, ja von starker Meinung. Sind zum Beispiel branchenkritische Positionen sinnvoll auf LinkedIn zu diskutieren? Also klares Ja zur Meinung. Aus dem simplen Grund, mein Argument sieht sich, glaube ich, durch, wenn ich einfach so ein bisschen mitschwimme, wenn ich so Binsenweisheiten, so Allgemeinheiten von mir gebe, dann bekomme ich die Reaktion eines Nickens, eines österreichischen Joe, also eines, du erzählst nichts Neues, es ist Common Sense, wir sind uns eh einig, kannst du den Post versporen. Dann kann man dazwischen mal einstreuen, ist ja nichts Schlimmes, aber wird nicht viel erreichen. Wenn ich eine Meinung habe, klare Kante, und die muss nicht zwingend populär sein. Also nehmt die Automobilindustrie, die ersten, die mit Elektro begonnen haben, die haben sie nicht beliebt gemacht. Die wurden eher belächelt und gesagt, so ein Blödsinn, oh ja, weil ist so nicht hin und her. Jetzt hat es ein Umdenken. Also ich kann mich sehr wohl positionieren. Der Ton macht die Musik. Also ich muss nicht unfreundlich sein. Ich muss niemand bewusst auf die Füße springen, aber ich kann jemanden intellektuell fordern, auch inhaltlich, und sagen, ich finde den Prozess schlecht. Ich mache sowas, ich versuche es nett zu gestalten, aber ich mache sowas mit Recruiting. Ich habe vor kurzem gelesen, ein schnelles Beispiel, die Durchschnittsbewerbung braucht 26 Klicks, bis ich meine Bewerbung abgeschickt habe. Wenn man das vergleicht zu Online-Konsum, wenn ich im Online-Einkaufen mir das jemand zumute, das mache ich nicht. Und der Bewerbermarkt dreht sich. Also man kann Dinge fordern und sagen, Leute, das funktioniert nicht mehr, daraus Reaktionen, Diskussionen ernten und gleichzeitig aber als Mensch freundlich bleiben. Es wird oft so ein bisschen mit so einer verbissenen Diskussionskultur verwechselt, so Hauptsache ich bin böse, weil dann passiert was, so der einkalkulierte Shitstorm ist ein Stilmittel, wenn ich das brauche, würde ich nicht empfehlen. Aber Emotion löst Reaktion aus und die wollen wir. Wir wollen ja diskutieren, wir wollen ja vielleicht was verändern und dazu braucht es die Diskussion. Und das ist ja auch nicht nur Theorie, mir fallen noch einige Branchen-Influencer und Experten auf LinkedIn ein, die sehr branchenkritische Meinungen einnehmen. Da gibt es in Deutschland gibt es einige, die sind in der Energiebranche, sehr alarmierte Experten, und die kommentieren auch vieles, zum Beispiel Solarzellen auf Privathäuser rauftun, das wird uns nichts helfen, das bringt die Energiewende nicht, das ist ein Schwachsinn, sowas zu fördern. Das würde ich mal schon als branchenkritische Meinung bezeichnen, und da entsteht natürlich auch sehr viel Diskussion draus. Dann tun sich oft ein bisschen schwer damit, wenn man sagt, will ich die Diskussion? Ja. Aber was zum Beispiel ja schon sein kann, ist, dass man einfach sagt, wir reden nur nicht über uns, also nicht nur über uns, sondern eben auch wir nehmen Trends am Markt, in dem wir tätig auf und kommentieren dazu. Beispiel, das ist das große Thema, das ist die Energiewende, das ist, was wir dazu beitragen. Dann nehme ich ein Metathema und setze mich dazu und löse eine Diskussion aus. Es gibt verschiedene Stilarten, aber alles, was zu brav und lieb ist, wird halt weggenickt, wenn überhaupt. Ja, genau. Das hat, letzte Frage von Twitch, auch sehr, sehr interessantes Thema. Hackt98 fragt, sollte man nicht eine Mischung aus dem, was das Publikum will, und dem, was ich kommunizieren will, forcieren? Denn wenn allein auf das fokussiert wird, was die Leute hören wollen, ist doch die Gefahr, dass da viele Infos nicht kommuniziert werden oder Echokammern entstehen. Absolut. Die Frage ist ja, genau, also will man, also ganz blöd gefragt, im ersten Schritt, zum Beispiel im Vertrieb, will mein Publikum gar nichts. Mein Publikum weiß vielleicht nichts von meinem Angebot und will definitiv nicht von mir irgendwelche sehr salesy, vertrieblichen, unangenehmen, magst du das kaufen, Nachrichten. Also was ich mir mit vom Publikum aus denke, ist eher so, wie erreiche ich es? Was sind Kommunikationsmittel, Stilmittel? Natürlich geht es um meine Botschaft. Es wäre ja verlogen, wenn ich sage, nein, ich möchte ja nur euch da irgendwie helfen und ich habe überhaupt keine eigene Agenda und ich möchte, obwohl ich im Vertrieb bin, ja gar nichts verkaufen. Genauso wenig glaubwürdig. Es ist absolut in Ordnung, dass wir Privatpersonen im Geschäftsleben, Unternehmen Eigeninteressen haben. Das ist nichts, was man verstecken muss. Die Frage ist, verpacke ich es elegant und bereite es spannend auf? Aber ja, ich bin dabei. Ja, also sonst, ja. Und ich glaube, es ist auch ein wichtiger Unterschied, eben, was die Leute hören wollen, beziehungsweise diesen Switch zu machen, der so wichtig ist, den du ja sehr, sehr beschrieben hast, dass ich eben nicht über mich rede,
sondern dass ich weiß, welche. Es geht ja auch nicht darum, den Leuten das zu sagen, was sie hören wollen. Dann würde man auf LinkedIn in vielen Branchen posten, macht es alles so weiter wie bisher, ändert sich auch nichts. Sondern es geht auch darum, denen zu kommunizieren, dass man ihre tatsächlichen Probleme kennt. Dass ich mit denen nicht über meine Probleme rede, dass ich nicht darüber rede, ich muss mehr Units oder Services verkaufen, sondern es geht um das, was du willst. Ja. Wir haben jetzt noch auch sehr, sehr spannende Fragen aus dem LinkedIn-Live-Chat. Der Chris Spanik möchte wissen, und das ist auch ein Thema, das bei mir in Workshops natürlich immer wieder eine Rolle spielt, Corporate Influencer wechseln das Unternehmen. Das scheint mir doch ein sehr schwieriger Moment. Vor allem, wenn der oder die zur direkten Konkurrenz geht, oder? Wie sollte ein Unternehmen und auch die Person das handhaben? Das ist ja da, ich hab witzigerweise mein Berufsleben im Bankwesen begonnen damals. Ich habe ja Zufall, und da war ja immer so dieser Gardening Leave, wo die Banken ganz panisch standen, wenn einer kündigt, hat sofort gesagt, Basti, du darfst 6 Monate hier, bezahlen wir dich, aber du machst nichts. Quasi bist offiziell auf der Payroll, bist nimmer in der Firma und quasi hat die Hoffnung, dass er dadurch so ein bisschen die Kontakte zu den Kunden verliert und die nicht mitnimmt zur neuen Bank. Das war so Usus, haben alle sehr geschickt gespielt, hast immer bei voller Bezahlung lange Urlaub gehabt bei jedem Wechsel. Also diese Sorge, die unternehmensseitig mitschwingt, ist, ich positioniere jemanden nach außen, der nimmt mir dann quasi diese Reputation und bringt sie weiter. Aber das war doch schon da. Es war noch nicht so im digitalen Umfeld. Also meine besten Vertriebler haben doch genauso die Firmenkontakte gehabt. Und wenn die dann zum Konkurrenten gegangen sind, dann haben sie die ja nicht vergessen. Dann haben die genauso gesagt, übrigens, wir haben jetzt da und haben dann natürlich das Spiel gespielt zu sagen, ja, das war dort sehr gut, aber schau mal jetzt in der Firma und da sind dort die Schwächen und das machen wir besser. Ja, ich predige nicht dieses, setzt nur auf Corporate Influencer und löst euch von der Marke, weil das ist genau die Gefahr, dann bin ich sehr auf Personen und vernachlässige die Brand. Es ist meines Erachtens eine sinnvolle Ergänzung, einfach das zu hebeln, was schon da ist, die oft sehr, sehr guten Netzwerke der eigenen Leute. Wie soll es gehandhabt werden? Man muss eins wissen, die LinkedIn-Profile sind letzten Endes privat. Also es ist natürlich meine Mitarbeiterin, mein Mitarbeiter, und ich habe als Unternehmen schon eine Möglichkeit zu sagen, du, das sind Firmeninterne, die haben dort nichts verloren. Natürlich über Guidelines, so wie heute auch. Mitarbeiter sollen sich zu gewissen Themen nicht äußern. Auch ich habe Themen, zu denen reden kann und zu Themen, zu denen nicht reden würde. Aber prinzipiell kann es insofern nicht vermeiden, dass natürlich mit einer stärkeren Personalisierung und Positionierung einer Person, wenn die dann abwandert, diese Marke halt dann nicht mehr für die Firma da ist. Aber ich sehe das Risiko nicht so groß. Ich sehe das auch sehr, sehr, sehr analog zur früheren analogen Welt. Natürlich muss man auch dazu sagen, je mehr jemand als Experte gilt, je sichtbarer wird, desto sichtbarer wird er auch für die Konkurrenz. Und dann sind wir eigentlich wieder ganz stark beim Thema Employer Branding und glückliche Mitarbeiter und der Tischfußballtisch, der das nicht allein richten wird. Ja. Aber klar, es wird da immer Abwerbungen geben. Es gibt ja die Sorge von Unternehmen, dass sie sagen, ja, wenn wir uns jetzt auf LinkedIn strukturieren und alle unsere Mitarbeiterinnen ordnen sich dazu, dann werden die ja noch quasi, sind es noch leichter zu ködern von anderen. Aber was vergessen wird, die Mitarbeiterinnen sind schon da, nur der Firmenauftritt ist da. Das heißt, die Leute haben ihr Profil schon gepflegt und werden von Headhuntern schon gefunden und von anderen, nur haben sie kein schönes Logo und keine schönen Seiten, auf die sie verweisen, weil die Seite nicht gepflegt ist. Also das ist so der Wunsch, dass man so ein bisschen eingrenzt und sagt, dann findet euch keiner, aber es ist utopisch. Verena Kordig stellt eine Frage, die wird, denke ich, auch viele beschäftigen. Sind Links in Beiträgen empfehlenswert oder ist es ungünstig, die Leser von der Plattform wegzuleiten? Ganz kurz von meiner Seite, neugierig, was du dazu sagst. Meine Empfehlung ist da immer, wie du es auch im Vortrag gehabt hast, es gibt Interaktionen, die kann man nur auf der Homepage abwickeln. Wenn sich jetzt jemand, wenn er der Formular ausfüllt oder einen Download macht oder so, wo man in den Sales-Name geht, da gibt es noch die Inlinks, dann braucht man die Links. Dann stellt sich die Frage auch nicht wirklich. In allen Fällen, wo man die Geschichte auch auf der Plattform erzählen kann, ist es besser für die Reichweite, auf den Link zu verzichten, oder? Ja, also jetzt mal sehr, sehr, sehr unverworren erzählt. Es ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Plattformen gerne haben, dass die Menschen, die die Plattform in dem Moment nutzen, auf der Plattform bleiben. So, also der Anreiz einer Plattform ist, bleib doch hier, hier ist es schön, hier findest du alles. Das heißt, wenn ich einen Beitrag baue, beispielhaft, ich mache das manchmal jetzt, habe ich auf dem Standard was Lustiges, was Spannendes, was Interessantes gelesen, dann beschreibe ich, was passiert ist und sage, ich meine, wenn ich sage, unter dem Titel so und so findet man am Standard, können die Leute, wenn sie es sehen wollen, googeln. Aber ich leite sie nicht selber weg, einfach um da quasi den Nachteil nicht zu produzieren. Was aber Folgendes ist, soll mich nicht von dieser absoluten Anzahl der Ansichten leiten lassen. Es ist viel gescheiter, ich habe eine kleinere Ansicht und die Leute gehen auf den Link, die gehen auf meine Homepage und ich reiche dort die 50, die dort hinbringen, als ich spare mir den Link,
habe dann das dreifache Ansichten im Beitrag, aber eigentlich das Ziel ja nicht erreicht. Also es muss ja immer die Frage sein, was möchte ich denn haben? Wenn ich Homepage-Besucher brauche, muss ich es den Leuten so leicht wie möglich machen, indem ich den Link da drin habe. Und wird der Beitrag dann im Zweifel etwas weniger an LinkedIn-Reichweite Ansichten haben? Ja, mag sein. Ist es ein Nachteil für das, was ich vorhabe? Nicht wirklich. Sehr, sehr spannende Frage auch von Robert Seger. Ich begegne mir auch immer wieder. Gibt das Problem bei für viele Unternehmen, dass es immer wieder mal Fake oder Mitarbeiter gibt oder auch ehemalige Mitarbeiter, die ihr Profil nicht aktualisieren und dann weiter auftauchen. LinkedIn lässt ja die Oberhoheit über die Profile bei den Personen. Ist für Unternehmen gar nicht so trivial, das zu beheben. Wird es da in Zukunft eine einfachere Möglichkeit geben? Sonst werden der Robert und die demnächst das neue CEO-Duo von General Electric oder so. Ja, genau. Danke für die Frage. Ich hatte nicht so lange her einen Fall, wo ein Unternehmen auf mich zukam und sagt, wir haben das Problem, wir sind international tätig, wir haben keinen Standort in Iran und eine Person sagt jetzt, sie ist für uns im Iran tätig. Wir müssen diesen Eindruck vermeiden, weil ihr wisst, es gibt ja die internationalen Sanktionen der US. Es ist verboten, im Iran Geschäfte zu machen und unterliegen wir alle drunter. Und es sind dann glasklare Fälle, wo es einen Service gibt, man muss das über Tickets lösen, ist aus Datenschutz und verschiedenen Gründen nicht so, dass dann ich da irgendwas mache, ich mache gar nichts. Ich moderiere das intern und sage, Schatz, das ist das Szenario, das wird dann geprüft und dann wird reagiert. Sprich, in unterschiedlichen Methoden, entweder wird die Zuordnung entfernt, in der höchsten Eskalationsstufe wäre, wenn das zum Beispiel ein Fake-Profil wäre, das Profil wird entfernt. Also es gibt so verschiedene Abstufungen. Das wäre ja jetzt beim Thema, jemand sagt, er ist CEO, das stimmt nicht, dann hat das Unternehmen die Möglichkeit zu sagen, liebe Leute, wir sind das Unternehmen, hier ist HR, das stimmt nicht, bitte macht's was, dann tut LinkedIn etwas. Es geht aber nicht, dass jetzt quasi der Super-Admin der Seiten auf einem fremden LinkedIn-Profil herumarbeitet. Ja. Warum? Die Hoheit auf dem Profil liegt bei mir. Also wenn LinkedIn irgendwas ändern mag, das ist schön und gut, aber ich muss nicht. Es ist mein Profil. Thema ehemalige Mitarbeiter, die es noch nicht verändert haben. Dort würde ich sagen, gibt es gewisse Rollen, wo es wichtig ist, dass man die Änderung herbeiführt, wenn man sagt, das ist der offizielle Sprecher des Unternehmens, Person hat gewechselt, ändert LinkedIn-Profil, ist etwas blöd. Wenn es eine normale Person ist, normale Rolle, also ich, ob jetzt bei mir nur steht, ich bin Vertriebler von LinkedIn oder nicht, ist jetzt fürs Unternehmen nicht kriegsentscheidend. Aber auch da wiederum, wenn es so Fälle gibt, gerne an je nach Region, an uns, an mich direkt und dann gibt es einen Prozess, der dafür sorgt. Auch da wiederum wird zuerst das Mitglied kontaktiert, dann wird geschaut, wird reagiert. Das ist so abgestuft. Ich kann es jetzt nicht ganz auswendig, wie der Prozess definiert ist. Aber, ja. Ich würde aber das sagen, es ist wirklich, also ja, CEO, Pressesprecherin, solche wirklich exponierten Rollen sollte man schon schauen, dass das passt. Normalere Positionen, jemand im Controlling, im Vertrieb, im Marketing, ist jetzt nicht kriegsentscheidend, aber ich verstehe, dass man als Unternehmen das gern hat. Es ist ein bisschen unschärf, wie wir es geben, weil ich ja Leute habe, die haben ein LinkedIn-Profil mal angelegt und dann merken sie, das ist nichts für mich und seit 2 Jahren immer online, da steht mir irgendwas drin. Das gibt es natürlich auch. Ja. Andrea Bernhard stellt mir eine Frage, wann sollte man besser ein Posting veröffentlichen und wann besser einen Artikel? Wir haben schon ein paar Antworten drauf. Ich sehe das auch so. Ein ganz guter Grund ist, wenn man selber keine Homepage hat, die Artikel werden indexiert. Wenn man selber Homepage betreibt, dann ist natürlich immer die Frage, mache ich es auf LinkedIn oder mache ich es bei mir? 2 Sachen dazu aus meiner Erfahrung mit den 3000 Zeichen, das ist schon ein recht klares Statement. Es sollte schon mehr als 3000 Zeichen sein, damit man es als Artikel veröffentlicht. Der Aufwand ist relativ hoch, die Reichweite ist gering, aber die Auswirkung auf dem SSI ist beträchtlich, wenn man regelmäßig Artikel veröffentlicht. Jetzt ist die Frage so, zu meiner persönlichen Ansicht nach, ist die beste Variante, wenn man das tun möchte, den Newsletter mitzunehmen und sich ein Format überlegen, das beides ganz gut abdeckt. Wo ich Artikel auch noch sehr nützlich ansehe, wenn man Sachen posten möchte, die sich öfter ändern. Ich habe einige Kontakte, die machen so aktuelle Linksammlungen zu Themen wie Artificial Intelligence. Da ist ein Artikel ganz gut von der Auffindbarkeit. Oder was sagst du dazu? Ja, genau. Also die Grundidee von LinkedIn ist die Trennung zwischen Update, kürzweiligerer Formatstil und Länge und Artikel mit, du kannst Bilder einbetten, du kannst Links reingeben, du kannst formatieren und du hast einfach viel mehr Kapazität. Aber genau das haben wir wieder beim Thema Zeit. Dieses viel mehr an Information und an Länge, die ich brauche, um es zu konsumieren, schränkt drastisch ein, wer sich das antut, anschaut, konsumiert und dadurch darf ich nicht enttäuscht sein, wenn mein Artikel wirklich nur ein überschaubares Publikum erreicht, aber ich möchte mich dort ja wirklich nicht eher mit fachlicher Expertise und mit Details präsentieren und weniger mit wiederkehrenden, kürzeren Insights. Also das ist so die von der Struktur her. Ich gebe dir vollkommen recht, die Dinge sind weniger also ich nutze ehrlich gesagt aus dem Grund nicht, weil oft man die Zeit nicht eben so lang zu schreiben und wenn man denkt, ich habe eher
regelmäßig war es aber kürzer, passt bei mir zum Stil mehr, von dem, wie ich privat unterwegs bin. Das Konzept ist genau das, wie du sagst, Sammlung längerer Details. Ja, und Andrea, ist ergänzend zu sehen, niemals als Substitut für die Beiträge. Also immer nur dazu oder gar nicht. Und auch niemals ein Ersatz für Blog oder die eigene Webseite. Das hat auch vor allem damit zu tun, auf LinkedIn ist ein Artikel, der wird gefunden, auf einer Webseite kann ich andere Transaktionen abbilden. Und ich denke, wenn man jetzt auf einen Blog verzichten wird, dann würde man sich einfach über Google zu viel vergeben. Für Suchmaschinenoptimierung ist eine eigene Webseite nach wie vor ein Muss. Ich bin der Meinung, dass man viel von dem Publishing, ich habe selber seit 2006 sehr intensiver Blog betrieben, dass ich langsam gerade dabei bin, abzudrehen. Viel von Publishing kann man sehr gut über Social Media Plattformen machen, aber Grundpräsenz ist, denke ich, als Homepage unbedingt notwendig. Und wir haben noch fast überscrollt, danke für die vielen Kommentare, auch eine sehr spannende Frage von Thomas Lutz. Und zwar, wie seht ihr das Ad-Mentioning von anderen Menschen und Kontakten, von denen ich möchte, dass sie meinen Beitrag lesen? Ist da einfach umso mehr, umso besser? Ab wann wird es inflationär? Also habe ich eine starke Meinung dazu. Es gibt, was ist die Idee? Die Idee ist, entweder ich bringe jemanden in eine Diskussion ein. Also was meinst du, Ed Ritchie? So, das heißt, du bist getaggt, du kriegst das per Mitteilung mit und denkst, interessant, ich reagiere. Oder umgekehrt, ich erwähne dich, weil ich sage, hey, ich bin heute bei dir zu Gast in einem Vortrag und gebe quasi über meinen Beitrag den Leuten über, ich gebe die mit der Maus drüber, dein Profil poppt auf, folgen oder ich besuche dich. Sonst seht ihr den Text. Das haben wir schon wieder beim Thema Zeit. Kein Mensch fängt dann an, den Namen rauszukopieren, schauen, ob du auf LinkedIn bist. Also ein paar, aber wenige. Also eher nicht Stilmittel, sondern Referenz. Und dann kann es dir natürlich schon was bringen, wenn du gewisse Leute dort als Experten, Expertinnen siehst, die an dieser Diskussion teilnehmen, die du aber auch schon kennst, so was auch immer das digital heißt, und wo die Wahrscheinlichkeit da ist, dass die Personen reagieren. Was ich schwierig finde und wo ich zum Beispiel persönlich nie reagiere, wenn ich merke, ich bin getaggt, dann mache ich das auf und es ist so, du siehst gar nicht mehr, wo die Namen aufhören, das ist so eine blaue Wurst. Da wären einfach 20, 25 Leute, weil ehrlich gesagt, aus zwei Sachen. Ich lese raus, meine Meinung ist nicht wichtig, sondern es wird einfach irgendwer antworten, um den Beitrag zu pushen. Das lesen die anderen auch raus, weil sonst würde ich nicht 20 Leute markieren. Erster Punkt, deswegen mache ich es ich nicht, weil man denkt, muss ich nicht mitmachen. Zweiter Punkt ist, es wirkt sich nicht besonders gut auf deinen Beitrag aus, weil natürlich geschaut wird, ja, reagiert denn wer auf deine Tags? Und wenn du dort, ich meine, sonst könnte ich jedes Mal, weiß nicht, wer sind so die größten, jedes Mal add Bill Gates in meinen Beitrag und hoffen, dass das Social Media Team reagiert, weil da hängen irgendwie 21 Millionen Follower dahinter. Das bringt nichts. Also ich würde sagen, nutzt man das, um Interaktion, Austausch mit jenen Leuten, die reagieren, aber einige wenige und schon Leute, die sich mit dem Thema zurechtfinden. Und man merkt, wenn man sich selber etwas etabliert hat, dann reagieren die Leute da, weil dann haben die ein Interesse dran, aus diversen Gründen. Weil man selber schon etwas Marke ist und man sich quasi daraus etwas nimmt oder weil man auch an der Diskussion interessiert ist. Es ist eine sehr, sehr gute Variante als Referenz und eben um den Beitrag, die Diskussion anzustarten. Wie immer im Leben, wenn man es übertreibt, dann wirkt es eher nicht gut und nicht sehr professionell, wenn ich ehrlich bin. Und es gibt dann auch, wenn man das inflationär betreibt, ja noch eine Eskalationsstufe drüber. LinkedIn erlaubt dir dann die eigene Markierung zu entfernen aus dem Posting. Wenn jetzt jemand bei jedem Posting markiert und es geht da irgendwann auf den Wecker, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass man das tut. Und das ist ein starkes Negativsignal, was dann sozusagen sich auch wiederum auf die Verbreitung des Postings auswirkt. Also in richtiger Dosierung ist ein starkes Mittel. Ich würde mir gar nicht so die technischen Sorgen machen. Ja. Ich würde einfach drüber nachdenken, wenn du jemanden um seine Meinung fragst, dann ist das super, aber dann musst du der Person schon das Gefühl geben, dass dich diese Meinung interessiert. Wenn du 25 Leuten die gleiche Frage zuschreist, in der Hoffnung, irgendwer reagiert, dann interessiert dich die jeweilige Meinung nicht, du möchtest nur gesehen werden. Und da haben die Leute ein sehr gutes Gespür dafür. Ja, verstehe. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön, wir haben kurz überzogen. Vielen Dank für deinen Vortrag. Dankeschön. Wirklich sehr, sehr spannend und ich denke, da kann man auch einiges daraus mitnehmen. Das dicke Ende für meine Studierenden folgt dann in Form der zweiten Übungsarbeit zu einem Vortrag, aber ich glaube, das wird kein großes Problem werden über die Weihnachtsferien. In diesem Sinne allen schöne restliche Adventszeit, schöne Feiertage. Wir sehen uns im nächsten Jahr. Danke, lieber Thoman. Bis 2022. Vielen Dank für eure Zeit. Dankeschön. Ciao.